Endlich fängt der Stream an. Weg da. Na los, aus dem Weg. Hey. Hops. Oh shit. Hallo und herzlich willkommen hier bei Pixel Power. Ich bin's, euer Pixel, und heute machen wir mal einen ganz spontan Stream und gucken uns einen Klassiker, ein Spiel meiner Kindheit, und zwar Cosmos Cosmic Adventure. Ich bin mal gespannt, wer von euch das Spiel auch kennt. Ich denke mal, diejenigen von euch, unter euch, die auch mit MS-DOS groß geworden sind, die werden das Spiel eventuell kennen. Ich bin mal gespannt. Hi, Eis, grüß dich. Ach du meine Güte. Hey, danke für dein Raid und viel Spaß bei... Gerade erst angefangen. Hi Askeroth, vielen lieben Dank für deinen Raid. Ich hoffe, du kannst mich schon hören. Ich habe gerade erst angefangen in dem Moment. Und vielen lieben Dank und hi Suicide Pyro. Grüß dich. Und hi Simon. Nice to see you around here. Na du? Ja, vielen Dank für deinen Raid. Das ging ja hier. Ich habe gerade erst angefangen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Was hast du denn Schönes gespielt? Erzähl doch mal. Ich gehe schon mal hier währenddessen einmal in den Game-Modus hier rein. Und wir können uns mal die Story angucken. Also wie gesagt, es würde mich mal interessieren, wer von euch hier dieses Spiel kennt. Wir fangen heute der Story an. Also morgen ist Cosmos Geburtstag und seine Eltern nehmen ihn mit zu einem Ort in der Milchstraße, von dem alle Kinder... It's Disney World? Okay. Disney World. Sie fliegen nach Disney World, okay. Plötzlich kommt ein Komet und knallt in deren... Nee. Nähert sich quasi dem Schiff, also ändern sie ihren Kurs. Prince of Persia, the Two Thrones. Ich muss sagen, ich habe von den neueren Prince of Persias habe ich nur einen Teil gespielt. Und ich glaube, der hieß auch nur Prince of Persia. Das war der mit diesem Cell-Shading-Look. Und den fand ich aber ziemlich cool. Also ich muss irgendwie die anderen Teile muss ich auch mal nachholen. Das war doch einer... War das einer so aus der PS2-Ära? Ich habe damals den ersten und den zweiten, also die 2D-Teile, die habe ich gespielt, wenn ich da auch nie besonders gut drin war. Aber danach habe ich so die späteren Teile habe ich irgendwie verpasst. Ich habe nur Gutes darüber gehört, deswegen ist es schade. Okay, also der Komet knallt in das Schiff und zwingt den Papa von Cosmo dazu, eine Notlandung auf einem Planeten zu machen. Und während Cosmos Papa das auch schön hier mit so einem, na, sieht man es hier? So einer schönen Glatze, die sich hier schon anbart. Ja, ich glaube, das war so in der Ära so 2004, 2005 rum oder so. Die habe ich leider nicht gespielt. Ich weiß gar nicht warum. Okay, also Cosmo macht sich jetzt auf, um etwas Spaß zu haben. Und als er eine Stunde später wiederkommt, kann er wieder seine Mom noch seinen Dad finden. Aber er findet stattdessen ein paar merkwürdige Fußabdrücke. Du bist ja auch nicht. Und kann man es noch spielen heutzutage? Ich meine, das ist ja auch so ein Punkt. Ob die Sachen noch spielbar sind, noch Spaß machen. Oh nein. Seine Familie wurde von einem hungrigen Alien entführt, um gegessen zu werden, oder etwa nicht? Okay. Das war noch Sound. Also der Titel. Gut, also der Titel, der ist hier natürlich nicht ganz ernst zu nehmen. Das ist jetzt kein brutales Splatter-Spektakel, auch wenn man das natürlich erstmal glauben könnte. Das ist ein Jump'n'Run für MS-DOS, was wahrscheinlich eher für Kinder gedacht war.
Weil ich mag die Musik. Das Scrolling ist leider so wie bei den meisten Apogee-Titeln üblich so ein bisschen ruckelig, so mega sauber ist es nicht, aber wir hatten ja nichts. Okay, jetzt habe ich hier Energie aufgeladen. Da springen wir mal drauf. Ja, und der hat ja so Saugnäpfe, der Cosmo. Und damit kann er sich festsaugen an bestimmten Oberflächen. Also die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber man findet sich schnell rein. Die Grafik ist zwar auch veraltet, aber dennoch ansehnlich. Ich habe hier letztens Evil Dead gespielt. Evil Dead, welcher war das denn? Nicht Fistful of Boomstick? Welcher war das denn? Also der zweite Teil dieser Tanz der Teufel Spiele, die auch damals für PS2 und Xbox und PC erschienen sind. Und ich war überrascht, das war ein Spiel von 2005. Und das sah echt noch verhältnismäßig gut aus. Na, also. Da war schon echt technisch was drin, ne? Ach, Mann. Das ist mega gut. Ich überlege gerade, wie das hieß. Habe ich das noch auf dem Desktop liegen? Ich guck mal gerade. Evil. Nee, habe ich nicht mehr. Naja, der zweite Teil quasi. Ich glaube, Fistful of Boomstick war der erste. Der zweite ist dann der Teil, wo man diesen kleinen Typen mit dabei hat, den man die ganze Zeit durch die Gegend treten muss. Oh, ich bin gleich tot. Kann ich hier drauf? Nee, kann ich nicht. Aber hier ist ein Trampolin. Ein Trampolini. Ich habe gestern auf dem Mega Drive ein unlizenziertes Mario-Spiel gespielt. Das war auch sehr, sehr spaßig. Ich glaube irgendwie Mario, Super Mario 64 oder irgendwie sowas in der Richtung. Moin, Enteater, grüß dich. Enti, jetzt kann ich dir mal zeigen, was ich früher so für Kram gespielt habe. Während du schon auf dem NES oder vielleicht sogar auf dem Super Nintendo unterwegs warst, habe ich mich hier mit so Saugnapf-Aliens abgeben müssen. Aber es spielt sich verhältnismäßig gut. Ich habe eben was. Eine traurige Kindheit, ja. Was aber sehr cool ist, mein guter Kumpel Buzzer, von dem ich ja schon öfter mal erzählt habe, bei dem ich früher immer zum NES-Spielen drüben war, ne? Meinem Nachbarn quasi aus der Kindheit, der ist mittlerweile auch hier mit dabei. Der hat mich vorhin gefollowt. Mal gucken, wann er mal hier mit dazu stößt. Oh! Oh Mann. Hier ist so ein Schleim am Boden. Ich glaube, der ist gefährlich. Ah. RIP. Story übrigens. Notlandung auf einem fremden Planeten und die Eltern werden entführt von einem fleischfressenden Alien. Von einem alienfressenden Alien. Enti, weißt du, was ich mir vorhin erstmal angeguckt habe? Durch Zufall. Diese Geschichte, von der du mir ja gestern erzählt hast, ne, mit diesem Christian, der bei GameStop reingelaufen ist, irgendjemand mit Pfefferspray angesprüht hat, weil die Sonic Boom, weil das Sonic Boom Design nicht seinen Ansprüchen gerecht wurde, da mit den blauen Armen. Das habe ich vorhin gesehen. Er durch Zufall. Habe ich mir das angeguckt. Das war schon, ja. Das war schon schlimm. Ich will mal gerade gucken, ob ich wirklich... Ja, ich verliere wirklich Energie, wenn ich da reingehe. Okay, haben wir das geklärt. Wow. Ja,
der Stream heute hat sich... Oh, hi Orba, grüß dich. Der Stream heute hat sich mega spontan ergeben. Ich hatte irgendwie gute Laune. Und am Dienstag streamen irgendwie alle, also gerade im Retro-Bereich. Dann dachte ich mir, okay, bevor ich jetzt morgen einer von, was weiß ich, wie vielen Leuten bin, der streamt. Oh. Dann mache ich das doch heute. Wer weiß, was mir morgen dazwischen kommt. Denn so ist es, dass er sich über die Arme aufregt und nicht über die Bandagen, die 5 Kilometer langen Beine, das Halstuch oder den Knuckles. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, es ist, man steckt nicht drin. Glücklicherweise steckt man da nicht drin. Ich habe übrigens auch Bomben, wie ihr seht. Und hier kommt die Saugnapf-Fertigkeit zum ersten Mal zu Tagen. Sag mal, Orba, was sind eigentlich so Spiele, die du gerne mal sehen würdest? Oder was ist so dein Lieblingssystem von früher? Wenn du magst, erzähl doch mal. Wenn nicht, auch gut, aber... Wir sind hier ja relativ bunt gemischt. Wir haben natürlich viele Leute hier, die mit dem Super Nintendo oder dem NES irgendwie groß geworden sind. Atari haben wir auch. Jemand mit einer Atari-Sammlung. Zum Beispiel Sega natürlich. MS-DOS, Amiga 500, C64 oder eben erst mit späteren Konsolen. Das sind wir ein Meckerpott da oben. Tut das weh? Ja, das tut weh. Ich probiere erstmal aus, ob es weh tut. Oh, das tut auch weh. Danke. Komm, den Bomben mal weg hier. Ha! Und tot ist er. Der sieht sehr gefährlich aus hier, der blaue Ball, der Blue Ball. Ach ja. Ja, Super Nintendo war mega. Auch wenn, ich meine, ich hoffe, ich nerve nicht damit, aber ich hatte weder ein Super Nintendo noch ein Mega Drive. Ich habe das natürlich trotzdem mitbekommen. Mittlerweile habe ich die Konsolen auch. Aber, ich habe gestern Sonic gespielt auf dem Mega Drive, also auch auf dem richtigen Mega Drive und ja, das ist schon, also das macht auch schon was her, ne? Das sieht gut aus, das Scrolling ist mega schnell und flüssig und so weiter. Also die Konsolen haben nicht unbedingt an Reiz verloren. Und was irgendwie damals natürlich noch interessant war, ich meine, du hast auch mittlerweile diese Exklusivtitel, aber eben auch viel so plattformübergreifenden Kram. Und ich finde, so große Unterschiede, so aus technischer Sicht, gibt es irgendwie gar nicht mal, vielleicht von der Switch abgesehen. Aber jetzt so zwischen PS4 und Xbox One gibt es irgendwie gar nicht so die großen, in meinen Augen keine großartigen technischen Unterschiede. Zumindest, sage ich mal, was so die Darstellung eben angeht. Man sieht beides absolut fantastisch aus, was da rauskommt. Du hast früher eben noch mehr so Underdogs gehabt, ne? Du hast so den 3DO gehabt, Philips CDI und solche Geschichten, Atari Jaguar und sowas. Also ich habe kaum RPGs gespielt bis jetzt. Ich habe noch nicht mal, das kannst du dir wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, ich habe noch nicht mal Link's Awakening gespielt bis jetzt. Nee, doch, Link's Awakening habe ich gespielt. Ich verwechsel immer die Namen. Link to the Past habe ich noch nicht gespielt. In high places, look up to find bonus objects. Bonus. Werde ich aber auch noch nachholen. Komm, wir holen uns mal einen Bonus. Oh, lauter Apples hier. Oh oh. Wow. Voll erwischt. Oha. Ganz schön brutal. Oh. Diese Dinger möchte ich mal erwischen. Moment. Hier, diese komischen Blubschis. Nein! Autsch.
Okay, bevor ich gleich sterbe, gehen wir doch mal ins Exit. Way cool, groovy, insane. Ich bin insane. In the membrane. Autsch. Schöne Bonus-Stage, wo man einfach von unten einen Parasiten in den Arsch gerammt bekommt. Ich kann mich auch wirklich an nichts mehr hier erinnern. Wow. Oh. Rote Rakete. Na, sowas wie Lufia 2, mein Lieblings-RPG oder Suit of Mana ist auch der Hammer. Ja, habe ich auch im Stream mittlerweile schon öfter mal gesehen, solche Titel. Und, Aua. Oh, die sind ein bisschen von Mario geklaut hier, ne? Diese Dinger. Also was ich schon ein paar Mal gespielt habe, Dankeschön, dass es gleich wieder rauskommt. Das sind solche RPG-Maker-Spiele, denn aber eigentlich habe ich nur welche gespielt ohne rundenbasierte Kämpfe. Das ist, glaube ich, nicht so ganz meins, aber Achso, da war schon eins. Oh, oh. Wie so vieles Geschmackssache. Ich denke immer, wenn ich die Granaten da ablege, dass die mich auch verletzen könnten, aber es sieht nicht danach aus. Okay, was haben wir da oben? Na, vor allen Dingen finde ich so bei diesen, wobei es auch für mich auf das NES zutrifft, die Spiele sehen irgendwie immer noch gut aus, auf ihre Art und Weise. Die sehen vielleicht nicht mehr zeitgemäß aus, aber die sehen auf jeden Fall nicht schlecht aus. Oh, wie gemein. Das ist schon ein bisschen schwerer hier. Ja klar, also es kommt aufs Spiel an. Du hast natürlich selbstverständlich recht, es gibt auch alte Spiele, die einfach nur kacke aussehen. Super Mario, findest du hässlich, echt? Ich finde das nicht hässlich. Obwohl stellenweise schon, ja. Doch. Manche Objekte sehen ein bisschen hässlich aus. Diese komischen riesigen, ich weiß nicht, ob das Bäume sein sollen oder so, ne? Mit diesen. Ja. Okay, vielleicht. Oder die Castlevania-Titel. Sagen wir mal Mega Man. Mega Man beispielsweise finde ich zumindest so ab dem zweiten Teil finde ich auf jeden Fall immer noch auf seine Art und Weise hübsch. Ich habe vorhin so ein geiles Video gesehen über Cover von Videospielen. Aua, wie gemein. Kackvogel. Und meine Güte, also da wurden ja nochmal ein paar Sachen präsentiert. Da denkt man, man hätte schon jedes schlechte Videospielcover gesehen. Hi, Hellstragon. Grüß dich. Oh, oh, toll, jetzt bin ich wieder unten. Ich habe keine Energie mehr. Das ist doch so ein blauer Baron hier. Das sieht total brutal aus. Total brutal. Jo, dann vielen Dank, dass du dabei warst hier bei diesem Wahnsinnsspiel und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Der hat Pömpel an der Hand. Some creatures require more than 1 pound to defeat. Hi Ork, na ihr beiden. Habt ihr euch wieder, ups, ein bisschen in Minecraft ausgetobt. Oh, das ist Zufall, dass ihr gerade hier zeitgleich aufschlagt. Oh! Danke, genau.
kannte den überhaupt nicht, aber er scheint ja irgendwie so ein größerer Name zu sein, ne? Ist Zufall, ja? Okay. Autsch. Habe ich jetzt meine komplette Energie wieder verloren? Ist schon heftig. Ja, die passte Move-Cover, die sah echt schlimm aus. Oh Mann. Ach. Okay, merke, man sollte nicht in der Explosion stehen. Das tut weh. Auch schön, dass ich keine volle Energie bekomme hier am Level anfangen. Aber das Spiel hat ja auch so ein bisschen den Ruf des Dark Souls der Pömpel-Plattformer zu sein. Mit grünen Aliens in der Hauptrolle. Nein! Von oben werde ich beschossen. Angesnipert hier von unten. Achso, die kommen, die schmeißen diese blauen Mutanten da raus. Oh, den müssen wir hier mal schnell besiegen. Der ist nämlich gefährlich. Energie bitte. Was mich nur ein bisschen nervt, ist, wenn du den meisten Kindern heute mal Retro Games zeigst und die sagen, was ist das denn für den Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe in meinem Umfeld habe ich wenig Kinder, also sage ich jetzt mal, Bekannte mit Kindern habe ich schon, aber die sind meistens zu jung. Und ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist. Also vielleicht hast du es ja selber schon mal so erlebt. Ich weiß es gar nicht. Auf der anderen Seite, wenn man mir als Kind Pong gezeigt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, jo, kannst du wieder ausmachen. Also wenn du heutzutage Kindern Gameboy gibst, dann drücken die da auf dem Display rum. Was aber auch verständlich ist, ne? Weil die sind eben damit aufgewachsen, ein Touchscreen bedienen zu können und können sich eben gar nicht vorstellen, dass es mal anders war. Aber schon allein, weil ja doch relativ viele Spiele heutzutage so eine Pixel-Ästhetik haben. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es wird wahrscheinlich genug geben, die sagen, das sieht scheiße aus. Das kann sehr wohl sein. Mit dem Original Gameboy kannst du ja, also wenn ich ein Original Gameboy jetzt in der Hand hätte, ich würde auf jeden Fall nichts drauf erkennen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und hi Agent Zero, trotz voller Power sehe ich alles verpixelt. Was geht ab außer kleinen grünen Männchen mit roten Saugnäpfen, nicht zu vergessen. Ja, alles gut soweit. Hoffe bei dir auch. Aber an sich spiele ich, also Gameboy-Spiele spiele ich immer noch relativ gerne, eben weil sie, naja, du hast eben nur zwei Tasten. Das reicht mir oft. Zwei Action-Buttons, vielleicht noch Select oder Start für ein Menü und das war's dann auch. Das Spiel hier zum Beispiel hat auch nur die Bewegungstasten und einen Sprung-Button und einen Bomben-Button. Ja, es ist auf jeden Fall, jetzt wo ich es hier so ein bisschen spiele und das letzte Mal habe ich es vielleicht vor, keine Ahnung wie viele Jahren gespielt, lass mich überlegen, 25 Jahren vielleicht oder so. Und das auf jeden Fall spielt sich das Spiel nicht so schlecht. Oh. Leute, guckt euch das an. Ich gucke nach vorne, sehe den Geist. Der tut so, als wenn er mich nicht sehen würde. Jetzt drehe ich mich um. Dann läuft er hinter mir her. Woher kennen wir das? Habe ich schon mal irgendwo gesehen. Cosmo! Yo, hi Panda. Ach, du hast gleich noch Dienst. Na, guck mal. Dann kann ich dir noch ein bisschen hier die Kindheitserinnerung auffrischen. Ein kleines grünes Männchen. Asgrod muss auch los. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Raid und
Schön, dass du dabei warst. Und schaut doch mal bei Askeroth rein, wenn ihr euch für, denke ich mal, größtenteils 16-Bit-RPGs oder ähnliches interessiert. Lieber Hessrang, erzähl doch mal, was war denn das für ein Bug, dass du deinen Gameboy geschrottet hast? Der Nachtdienst und meine Weiterbildung wurde heute vom Amt genehmigt. Es läuft bei dir, ne? Echt? Das ist ja fantastisch. Freut mich sehr, echt. Also, vor ein paar Monaten war das alles noch irgendwie so anders, ne? Aber so kann sich das ändern. Ich habe auch schon mal einen Gameboy geschrottet. Da habe ich mit einer Bohrmaschine aufgebohrt. Das war der von meiner Freundin. Das ist also von ihrem Bruder. Oh, Battletoads. Okay, da hätte ich so schon den... Wobei ich eigentlich Hardware meistens nicht beim Spielen kaputt gemacht habe, aber das war ja so schon schwer genug. Ghostbusters! Kann man die durch... Oh! Suchst du Cosmo auch nach, wie tatsächlich? Ich hab's ewig nicht mehr gespielt. Endlich mal läuft es. Vor ein paar Monaten war starke Verzweiflung und Depression angesagt, also es lohnt sich das ausharren. Ja, auf jeden Fall. Das kann man echt nicht anders sagen. Wirklich. Aber das kann man in so einer Situation natürlich... sieht man das schlecht. Na? Da ist alles scheiße, da glaubt man auch nicht an Veränderungen. Aber es ist immer wichtig, trotzdem Leute, die in so einer Lage stehen, irgendwie darauf hinzuweisen, weil ich glaube, so ein bisschen kommt's auch an. Bin irgendwie in der Wand gebackt und die Hitbox hat sich verschoben mit dem letzten Leben. Oh, scheiße. Collect the stars to advance to bonus stages. Ah ja, wir waren ja vorhin in einer bonus stage. In einer BS. Okay, das sind Geister, auf die man springen kann. Diese kleinen Viecher da links, ne? Kann ich die einsammeln? Komme ich da dran? Ne, ich kann drauf springen. Oh oh. Ich kann Handtaschen einsammeln. Wow, 50.000 Points! Cosmo läuft's auch auf jeden Fall. Das ist aber so ärgerlich, wenn einen dann so ein Bug wirklich dann kurz zum Ende irgendwie raushaut. Wobei ich gerade überlegen muss, ich glaube, das hatte ich selten. Aber dass ich schon mal ein Spiel ausgemacht habe, was einfach zu verbuggt war, das kam sicherlich auch schon vor. Na toll. Nein! Boah. Falls ihr euch übrigens fragt, ob das früher auch so geruckelt hat, ja. Das war so. Ein Hardware-Rage-Quit. Und dann hast du deinen Gameboy geschrottet. Und wahrscheinlich eine Sekunde später bereut. Ich habe auch schon andere Elektrogeräte kaputt gemacht. Durch spontane Wutanfälle. Bin ich auch nicht stolz drauf. Muss ich hier rein? Habe ich aber auch schon gemacht. Habe mich aber nun aus Jux auf die Stelle beworben. Achso, nur aus Jux auf die Stelle beworben gehabt, damit das Amt mir nicht auf den Sack geht. Eine Woche später Zusage bekommen. Im Zivilschutz, wenn man es so nennen will. Genau, Bezeichnung wissen nicht mal wir. Okay. Ja, cool. Aber es ist wirklich... Das ist wirklich krass. Ich will jetzt auch nicht so viel hier aus meinem privaten Umfeld erzählen, ohne dass die Leute hier okay gegeben haben. Aber ich kenne auch jemanden, der jetzt eine... Na, wie heißt es denn? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Der hat auch eine Zusage bekommen für so eine Unterstützung bei einer... Ach, wie heißt es denn?
wenn man eine Unterstützung bekommt für ein bestimmtes Projekt. Auf jeden Fall sind das ein paar tausend Euro. The Clamplands won't hurt you if their mouths are closed. Okay. Battletoads. Ich mag das aber nicht, weil ich finde bei Battletoads, du kannst es zu zweit spielen, aber es macht eben überhaupt keinen Sinn, dass man sich gegenseitig dann von diesen Seilen da runterkloppen kann. Finde ich. Nee, nicht Crowdfunding, sondern dass man quasi von irgendeinem Amt oder von irgendeiner Stelle dann Geld bekommt, aber ich komme gerade nicht drauf. Ist schon ein bisschen, ja. Bisschen spät im Kopf heute. Oh, die Mucke ist aber 40, ne? Aua! Was sind hier für einer? Auch das habe ich schon mal bei Mario gesehen. Naja, irgendwann fällt es mir schon wieder. Nee, ich weiß nicht genau. Ist auch geil. Auf jeden Fall eine Unterstützung von mehreren tausend Euro. Auch durch Zufall eigentlich. Einfach mal drauf beworben und ja. Cosmic Hint. Ich habe übrigens alle drei Episoden, weil das war ja früher für die, die es jetzt nicht kennen, die eher mit Konsolen aufgewachsen sind. Unter MS-DOS war es eine Zeit lang üblich, zumindest hier bei diesen Shareware-Spielen, dass man eben erstmal einen Teil des Spiels quasi für lau bekommt, und zwar als eine Art Demo, dann meistens die erste Episode von dreien mit, keine Ahnung, 8 Leveln oder so, und den Rest des Spiels hat man dann für 60 Mark kaufen können oder so um den Dreh. Das war so ein relativ weit verbreitetes Geschäftsmodell früher. Doom beispielsweise waren Shareware-Titel. Gab noch einige mehr und Apogee, also das Spiel, unter dessen Namen das hier rausgekommen ist, dem ist genauso gemacht. Das heißt, selbst wenn du dir das Spiel nicht gekauft hast, hast du auf jeden Fall meistens die Möglichkeit gehabt, zumindest die erste Episode damit, keine Ahnung, 2-3 Stunden, 3-4 Stunden oder so. Oh. Spielen zu können. Und die konntest du, also durftest du dann auch im Freundeskreis verteilen, deswegen auch Shareware. Ja, genau, durfte man weitergeben. Das war ja gewünscht sogar, ne? Dann hast du noch diese Ordering Informations gehabt, wo dann stand hier, das und das bekommst du dafür. Ich glaube, CDV war in Deutschland ein Vertrieb dafür. Ich habe sogar ein paar Shareware-Spiele mehr als Vollversion gekauft. Geht das? Jawohl, geht. Bringt mir aber nichts. Schade. Ich hatte ein Spiel namens Cyril Cyberpunk. Das war so ein cooler Dude auf dem Skateboard. Von Scunny hatte ich eine Vollversion. Was für ein Rotz. Von irgendeinem Scunny-Teil. Was ein übelster Rip-Off war von Donkey Kong Country. Der saugt mich ein. Oh. Naja gut, zur Verteidigung von Epic, also Fortnite war wahrscheinlich das Beste, was ihnen passieren konnte. Aber du hast natürlich recht, also das war Epic Mega Games früher war der Hammer, Apogee auch. Hat auf jeden Fall auf dem PC einiges möglich gemacht, hier durch diese Jump'n'Runs, die man sonst nur auf anderen Plattformen irgendwie gespielt hat. Naja, letztendlich ist es so, oder? Aus finanzieller Sicht auf jeden Fall. Das ist natürlich nicht alles, aber... Und ich habe noch nie Fortnite gespielt, ich werde es wahrscheinlich auch nicht spielen, von daher. Also aus Unternehmenssicht gesehen, ich weiß ja nicht, was die für einen Umsatz damit generieren, aber es muss unglaublich viel sein. Aha. Guck mal, hier oben bekommen wir Bomben.
Oh. Ach. Oh, wie gemein. Aber es gab auf dem PC, fand ich, zumindest eine Zeit lang wirklich kaum Jump'n'Runs. Und die meisten, die es gab, die kamen eben von Apogee. Was ich früher auch ganz gerne gespielt habe, war Secret Agent Man, Monster Bash. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gestreamt. Das ist aber nicht unbedingt so gut gealtert vom Level-Design. Ich habe auch gesehen, dass von Crystal Caves, das ist auch ein Apogee-Titel, glaube ich, ganz früher, dass da von HD-Remake irgendwie rauskommt. Ist bei Steam gelistet. Monster Bash war auf jeden Fall cool. Aber so richtig, also das Level-Design fand ich, wo ich es letztens gespielt habe, nicht mehr ganz so geil, nicht mehr ganz so zeitgemäß. Aber das Spiel an sich fand ich schon cool. Hunde und Katze retten, Zombies mit der Steinschleuder erledigen, das war schon cool. Und das Intro, ich weiß ja nicht, ob sich noch jemand an das Intro von Monster Bash erinnert, wo quasi so eine relativ große Spielfigur dann ins Bild kommt, dieser Billy Blaze, das ist ein Junge im Pyjama, und dann kommt so ein Zombie an und er schießt mit einer Steinschleuder auf den Zombie und der ganze Bildschirm ist nur noch voller Blut. Die sieht man aber relativ schlecht hier, ne? Die Spikes. Oh. Zum Glück kann man nach oben gucken. So, da springen wir drüber. Aua. Nein! Was für ein Kuddelmuddel hier. Schnell durch. Sehr schön, wieder volle Energie. Ach Mann. Wow. Hilfe. Okay, interessant. Das hier ist, hier ist Eis auf dem Boden, aber man rutscht nicht. Das finde ich gut. Jo, dann wünsche ich dir einen schönen Abend auf jeden Fall. Lieber Panda, und bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche dir vor allem einen ruhigen Dienst. Das ist Exit. Perfekt. Aber sehr interessant, der Boden, der rutscht nicht. Also ich rutsche nicht auf dem Boden. The ice in this case is very, very slippery. What? Okay, da steht das Gegenteil. Aber irgendwie steuere ich mich genauso wie sonst auch. Muss ich vielleicht laufen dafür? Nee. Hä? Okay. Das ist ehrlich gesagt überhaupt nicht rutschig. Achso, wenn ich hier hochgehe, dann rutsche ich runter. Hier, guck mal, da rutsche ich runter, aber ich bleib dann sofort stehen. Das ist okay. Oh, oh. Das da oben sieht sehr stachelig aus. Ach, verdammt. Jetzt schon in Level 6. Also, das spielen wir doch heute durch, oder? Ungewöhnlich, ne? Dass man hier stehen bleiben kann und sich nicht mehr weiter bewegt. Ich warte mal gerade, bis der spuckt. Ich sehe überhaupt nichts hier. Boah. Zu weit runter will ich auch nicht. So, da geht's nicht weiter. Ich glaube, das ist EGA-Grafik, oder? Also nicht Sega, sondern EGA.
Okay, also ich rutsche wirklich nur, wenn ich hier so eine steile Absteige quasi runtergehe. Macht das Sinn? Wenn ich da runtergehe. Steige, Absteige? Oh. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Energie wäre schön. Kommt, wir holen uns nochmal die beiden Sterne hier für den Bonusraum. Oh. Okay, also man muss einfach nur, wenn es hier hochgeht, muss man einfach nur dagegen anspringen. Oh nein! Wo bin ich hier? Bin ich hier richtig? Hi, Born. You found a secret area. Good job. Leute, ich habe eine secret area gefunden. Area 51. Oh, oh. Autsch. Ich bin mal gespannt, Born, ob du das hier noch kennst. Ich glaube schon, oder? Kennst du nicht, okay. Cosmos Cosmic Adventure ist das. Ich weiß gerade nicht mehr, aus welchem Jahr das ist, aber ich glaube irgendwie so 92 oder so vielleicht. Oh. Man kann auch nicht alles kennen, ne? Sieht creepy aus. Naja. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Naja gut, nur was ich da nicht gab, ne? Das muss ja nicht heißen, dass du dieses wundervolle Spiel nicht vielleicht dann später nochmal nachgeholt haben könntest. Aber es ist okay, es spielt sich gar nicht mal schlecht. Boah. Warum hänge ich denn da fest? Gruselig. Okay, ich muss sagen, wir sind auch hier in so einer Grusel-Cave. Die Musik ist ein bisschen unheimlicher. Und die Soundeffekte, die kommen aus dem PC-Speaker. Also, ich spiele es ja hier unter DOSBox, das ist natürlich alles emuliert. Oh, aber die Soundeffekte kommen eigentlich aus dem Speaker und die Musik dann aus der Soundkarte. Also diese blauen, komischen Bälle hier, die sind gar nicht mal so ohne. Na komm. Oh. Apropos gruselig. Bald ist Oktober und dann werde ich hier vermehrt Horrorspiele spielen. Da freue ich mich schon drauf. Und das wird so ein bisschen gemischt. Ich werde auch vielleicht mal einen neueren Horrortitel spielen, vielleicht den einen oder anderen Indie-Titel, aber auch ältere Sachen. An Splatterhouse wollte ich mich nochmal ranwagen. Genau. Halloween. Vielleicht sind dann draußen auch noch 28 Grad, ich weiß es nicht. Oh, hier schon wieder. Verdammt. Nein. Oh. Man steckt hier irgendwie fest, wenn man da... Ah. Halloween. Ich brauche Energie. Ich muss irgendwie diese komischen Scheißblumen besiegen. Nee, ich glaube, mit Wien hat das nicht viel zu tun.
Ich versuch das hier mal mit den Bomben. Bombenangriff. Klappt ja gut. Wie soll ich das denn schaffen hier? Ah, durch richtige Springen. Oh oh. Ach so, ich dachte hier, die Stalaktiten würden mich ärgern, wenn ich da hochspringe. Zum Glück nicht, weil die auch noch so am Glänzen sind. Haben gute Torten dort. Boah. Hey Cam, grüß dich. Herzlichen Glückwunsch schon mal zu deinen neuen Schlappen. Muss ich hier rüberspringen? Nein, doch. Nein. Oh, toll, super. Jetzt bin ich wieder unten gelandet. Es war jetzt auch nicht wirklich ersichtlich für mich, wo ich hin muss. Danke, hab extra meine Pause auf Arbeit vorgezogen, bin ab in die Lecht. Cam hat sich heute die Lidletten geholt. Ich muss sagen, also, das ist auch ein Hype, der mich nicht so ganz kalt lässt. Ich habe eigentlich gute Schlappen hier. Aus dem Actionmarkt, die waren sogar noch billiger. Ich glaube auch, dass ich dieses Musikstück zumindest zum Teil irgendwie kenne. Ich habe noch die letzten bei Penny, die sind so chemisch, die halten noch 40 Jahre. Ich glaube, meine auch. Die werden wahrscheinlich auch nie irgendwie abgebaut. Die überleben wahrscheinlich noch den nächsten Atomkrieg. Oh. Das ist ein bisschen laggy, habe ich das Gefühl. Jetzt zum Beispiel. Also ich weiß doch, wann ich drücke. Das Geile ist auch dieser Tipp. Das Eis hier ist sehr, sehr rutschig. Aber es ist nicht rutschig, bis auf diese Stellen hier. Das sind die einzigen Stellen im Level, wo ich rutsche. Zum Glück. Ich finde es lustig, wenn man sich nicht so... Wenn man nicht so gut sieht, ich habe auch die Lidl-Socken, weil zu Lidl-Letten muss man weiße Socken tragen. Und ich habe nur schwarze. Achso, ich finde es lustig, was man nicht so gut sieht. Ich habe nur die Lidl-Socken, weil ich die Lidl-Letten tragen, weiße Socken tragen. Ich habe nur schwarze. Ah, okay. Ja, genau. Ich habe vorhin vorm Einkaufen mal wieder meine Brille abgesetzt, weil ich den ganzen Tag hier mit Brille sitze und dann dachte ich mir, okay, setz mal deine Brille ab, vielleicht tut es den Augen auch mal ganz gut, mal keine Brille aufzusetzen und meine Güte, ich bin so blind wie ein Maulwurf. Ich habe einfach nur gehofft, dass mich keiner erkennt und sagt, hey! Ah. Das ist eine gute Frage. Ich habe gar nicht so viel Dioptrien, aber ich glaube, ich muss auch dringend mal wieder einen Sehtest machen. Habe ich das Gefühl. Müsste ich wirklich machen. Ich habe sowieso vor, mir im Urlaub eine neue Brille zu holen und dann werde ich es gerne mal erzählen, wie meine Sehstärke ist, beziehungsweise Sehschwäche. Na toll. 5,5 und 6. Okay, dann hast du gewonnen. Oh nein. Fliegen aber schön weg. Nein, verdammt. Ich habe auch irgendwas um die 2, glaube ich. Das
Einzige, was ich mal gewonnen hatte, war ein Aldi-Pappkartonhaus. Oh. Wir hatten ja nichts. Was ist denn ein Pappkartonhaus? Ist es nicht einfach nur ein Pappkarton? Oh nein, nicht schon wieder. Hilfe. Oh, tolles Level, echt. Gefällt mir super. Oh. Bestimmt noch immer stabiler als die Häuser, die die Amis bauen. Wahrscheinlich das gleiche Material. Das war in Form eines Hauses aus Pappkarton eben. Oh. Ja. Habe ich eigentlich unendlich Leben? Muss ich mal gerade gucken. Nicht, dass ich gleich Game Over bin. F1 for help. Wir safen erstmal gerade ab. Autsch. Boah. Der saugt sich aber auch fest hier, der Kollege. Wie so ein Wels an der Scheibe. Richtiger Sucker ist das hier. Das ist echt. Das ist auch irgendwie das Problem bei diesen alten DOS-Plattformern. Finde ich das. Das hat man ganz oft das Problem, dass irgendwie der Levelaufbau so ein bisschen random ist. Sucker Punch. Also ungefähr. Das hatte ich bei Monster Bash auch. Da bin ich überhaupt nicht mehr mit klargekommen irgendwann. Bei Realms of Chaos hatte ich das auch. Das habe ich im letzten Level abgebrochen, weil das letzte Level so schlimm war. Das hat mich so genervt. Das war also reines, für mich nur noch irgendwie Trial and Error zumindest. Wo der Rest des Spiels eigentlich gar nicht schlecht war. Aber die Spiele waren eben nicht so geil durchdesignt wie jetzt ein Mario oder ein was weiß ich was. Das war so ein Wissen, was den Leuten da irgendwie fehlte. Sowas zum Beispiel auch, dass du hier runterrutschst und direkt bei so einem Gegner im Gesicht landest. Das, naja, war nicht so ganz, ganz cool. Das Vieh sieht aus wie ein Unfall zwischen Grisou und Pingu. Naja, Pingu sehe ich jetzt hier nicht drin, aber Grisou schon, ja. Aber ich will es jetzt mal nicht unnötig schlecht machen. Das ist schon in Ordnung. Ach, wegen des hat er einen Schnabel hier? Ist doch kein Schnabel. Wollte er denn hier einen Schnabel? So ein bisschen vielleicht. Press your up key to use the transporter. Okay. Das ist ein Schnabel. Okay, dann ist es ein Schnabel. Ein bisschen Tabaluga ist auch mit drin. Ja, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen... Nee, wisst ihr, was auf jeden Fall drin ist? Wenn ich das jetzt sage, dann... Ihr werdet mir zustimmen. Das Sams. Volle Kanne ist das Sams hier mit drin. Der sieht doch wohl aus wie das Sams hier, oder? Grün mit so roten Sommersprossen und roten Haaren. Ja, rote Haare und Sommersprossen. Was ist Sams? Alter, das ist Sams. Kommt Samstag. Montag kommt der Mond, Dienstag ist Dienst, Mittwoch ist Mitte der Woche, Donnerstag Donuts. Ist das Sams nicht grün? Freitag ist frei, Samstag kommt der Sams und Sonntag scheint die Sonne. Das ist ein Kinderbuch von Paul Maar, glaube ich. Gibt es auch Realfilme von oder so, die habe ich zwar nicht gesehen, aber ein sehr gutes Hörspiel, ein sehr gutes Buch oder mehrere. Das ist wahrscheinlich aber vor deiner Zeit. Ich habe damals ein Hörspiel davon gehabt und ein Buch und das war echt lustig.
Ich lese keine Bücher. Ja, ich habe auch, also das Buch habe ich gelesen, ich hatte aber auch ein Hörspiel davon. Und ja, mega lustig. Damals wie heute, ich habe das letztens bei Spotify entdeckt, dass es da das Hörspiel davon gibt, das alte, was ich als Kind hatte. Und dann mussten sich meine Freundin mit mir das Sams-Hörspiel anhören. Im Bett. Und ich habe mich nur kaputt gelacht die ganze Zeit. Drei Fragezeichen habe ich nicht gehört. Oder TKKG habe ich auch kaum gehört. Ich habe Benjamin Blümchen gehört, Bibi Blocksberg auch so ein bisschen wegen meiner Schwester. Und ja, eben das Sams. Und Karius und Baktus hatte ich auch. Weiß ich noch. Dann ein paar Disney-Hörspiele. Ja, die waren ja auch mega beliebt, ne? Sind es ja immer noch, die drei Fragezeichen. Oh, 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 oh. Was habe ich denn gestern gehört? Ich habe gestern ein altes Hörspiel gehört, das gab es auch auf Spotify, von so einer Grusel-Hörspielserie aus den frühen 80ern namens Grusel-Serie tatsächlich. Also eine Gruselserie namens Gruselserie. Da habe ich eine Folge gehört über einen Zombie. Auch mit diesen typischen 80er Jahre Sprechern und dieser Musik dazu. Oh, was ist das denn hier? War irgendwie cool, hatte was. Oh. Ich bin ein 90s Kid, ich habe wenig Fantasie. Oh, schade. Hörspiele gehen da gerade noch, aber lesen. Ich lese aber auch extrem. Und mit extrem meine ich wirklich extrem wenig. Ich habe auch nie besonders viel gelesen. Es gab mal eine Zeit, wo ich relativ viel Stephen King gelesen habe. Und das war's dann, glaube ich, auch. Ich lese wirklich wenig. Aber ich höre gerne Hörbücher. Ich lasse mir also gerne einen erzählen. Als Kind habe ich auch noch relativ viel gelesen. Also wirklich als Kind dann eben sowas wie das Sams oder was es da alles so gab. Playboy, nee, aber eben so Kinderbücher. Ach, hier so ein Shadow Man. 2 Tonnen. Ich habe sogar Probleme mit Geschichten, wo eine Stimme die ganze Geschichte liest. Wow, echt? Das ist mir ehrlich gesagt am liebsten, also ein Hörbuch quasi, ne? Das ist mir persönlich sogar am liebsten. Ich höre fast jeden Abend zum Einschlafen irgendeinen Podcast oder irgendein Hörbuch oder Hörspiel. Aua. Ah, wie gemein. Das kommt vielleicht noch. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht änderst du ja auch noch deine Gewohnheiten, was das angeht, dass du einfach sagst, hey, heute Abend habe ich mal Bock auf eine schöne Geschichte. Könnte ich mir vorstellen. Ja, Hörspiele auf jeden Fall. Was gibt's denn da so, was du hörst? Also so klassische Hörspiele wie drei Fragezeichen oder auch irgendwie was Aktuelleres. Ich habe, glaube ich, durch meine Freundin so ein bisschen den Gefallen an Hörbüchern gefunden. Die hat da relativ viele, so Thriller und sowas. Und die haben wir dann öfter mal zum Einschlafen gehört. Ich höre auch zum Einschlafen gerne mal den Einschlafen-Podcast. Das ist also ein Podcast, der wirklich dafür gedacht ist, dass man dabei einschlafen kann. Der also eine ganz, ja, relativ unspektakuläre Dinge erzählt, meistens irgendwie aus dem Privatleben. Ein Typ mit einer sehr angenehmen Stimme, alles sehr ruhig und wenig aufregend. Und ja, die einzige Mission ist quasi, dass man davon einschläft und das funktioniert. Und dass man sich quasi ein bisschen ablenken kann, wenn einem jetzt so ein bisschen Gedanken durch den Kopf gehen, die man schlecht abschalten kann. Dann kann man sich da so ein bisschen einlullen lassen.
Live übertragen aus dem Bundestag, ja. Ich glaube, da würde ich mir lieber den Einschlafen-Podcast anhören, aber irgendwie sowas in der Richtung würde auch funktionieren, das stimmt. Boah. Und hi, Henny. Oh, ich muss mal gerade gucken. Geht das so? Aua. Kann ich hier drauf? Also ein Übersichtlichkeitspreis gewinnt das Level auf jeden Fall nicht, schon allein durch diesen total unruhigen Hintergrund. Boah. Wo muss ich jetzt hin? Nach oben oder nach unten? Wahrscheinlich nach unten, oder? Und was ich auch gerne höre zum Einschlafen ist Gruselkabinett. Gibt's auch auf Discord, wollte ich fast sagen, auf Spotify. Das ist so eine, ja, auch so eine Grusel-Hörspielserie mit, keine Ahnung, 150 Teilen. Das sind eben so klassische Horrorgeschichten von Edgar Allan Poe oder Lovecraft oder sonst irgendwie. Da vertont auch sehr, sehr ordentlich vertont. Dann immer so 60, 70 Minuten. Ein paar Folgen davon gibt's, also ein paar Hörspiele gibt es, die über mehrere Folgen gehen. Es gibt ja viele, die das nachsprechen und da gibt es auch fast alle Folgen von. Ich bin ein Stimmenmong. Ich kenne, kann das nicht ab. Achso, wenn die andere Stimmen haben. Das kann ich aber nachvollziehen. Das geht wahrscheinlich ganz vielen so, oder? Das Gamepad ruft. Jo, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, lieber Heads Dragon, und danke, dass du dabei warst. Ja, bei den Simpsons. Oh. Bei den Simpsons, da ist es schon wirklich krass, ne? Zumindest wenn man sie auf Deutsch guckt. Da ist ja wirklich irgendwie der halbe Cast mittlerweile. Wow. Der halbe Cast mittlerweile ausgetauscht. Achso, das ist so ein... Aha. Okay, das Teil muss man einfach in die Luft sprengen. Ja du, ich habe mittlerweile sogar mal ein paar Folgen, ein paar aktuellere Simpsons-Folgen mehr angesehen, die gar nicht mal schlecht waren. Ein paar. Ja, den aktuellen Homer-Sprecher... Zum Beispiel, weiß ich auch nicht. Mit March habe ich mich ja jetzt irgendwann mal anfreunden können. Schon allein, weil sie relativ nah dran ist, die Anke Engelke, an der amerikanischen March. Wow. Aber die alten Folgen gefallen mir sowieso am besten. Ja, bei Homer stört mich das auch. Auf jeden Fall. Okay, was muss ich denn hier machen? Ah. Das ist wirklich so, ne? Also March klingt zumindest wie die US-March, ne? Ja, der neue Homer, der ist so einschläfernd irgendwie. Wie auf Valium. Wobei ich den Original-Homer irgendwie auch blöd finde. Der klingt so ein bisschen minder bemittelt irgendwie. Ja, die Ur-March, die deutsche, die fand ich auch am besten. Oh oh, da geht's ja gar nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das... Wahrscheinlich ist es beabsichtigt, aber ich find's trotzdem merkwürdig. Was ist denn das hier für ein... Ach, schön. Für ein Höllenlabyrinth hier. Level 8. Aber auch hier wieder ein flotter Soundtrack. Wow.
cool. Das erinnert mich vom Levelaufbau ein bisschen leicht an Sonic. Also ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen Mega Man mit drin. Kann ich hier durch? Boah. Ja, schön, dass der Gegner direkt auftaucht, wenn er am Rand des Bildschirms ist. Boah. Alles etwas chaotisch. Und demnächst gibt es übrigens hier noch ein weiteres Special, nämlich mein 300-Follower-Stream. Ich denke mal in 2 Wochen, vielleicht am Samstag. Weil dann meine Freundin wieder dabei ist, dann machen wir irgendwas Schönes. Ich gehe mal hier durch einfach. Ich weiß, dass ich Energie verliere. Ich weiß aber nicht, wie ich da sonst vorbei soll. Werde ich auf jeden Fall auf dem Discord natürlich hier auch im Stream nochmal ankündigen. Oder kann man das Ding wegsprengen? Nee, ich glaube, das habe ich auch eben schon mal probiert. Oh. Jetzt habe ich das Teil da liegen gelassen. Was für ein unübersichtliches Level. Wie gesagt, die Musik, die gefällt mir. Autsch. Ich cheese mich auch voll durch hier. Mich ja daran stört, die Figuren sind alle nur mehr oberflächlich und flach dargestellt, hier bei dem Spiel. Ich finde die Figuren eigentlich sogar ganz gut gelungen. Aber ich frage mich echt, wie ich hier weiterkommen sollte. Ach so, bei den Simpsons. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Bump ahead into switch above. Bump ahead, achso, hier oben. Ja, und jetzt? Toll. Okay, vielleicht habe ich ja eben so einen Schalter übersehen. Homer war zwar früher auch nicht der hellste, die hellste Kerze auf der Torte, jetzt ist er einfach nur mehr ein dummer Idiot. Ja, das ist aber auch wirklich das, was du von vielen Fans hörst, der, sag ich mal, der früheren Simpsons-Generation, dass Homer eben einfach irgendwann nur noch ein wahnsinniger Choleriker, beziehungsweise war er eigentlich immer schon, aber so ein unangenehmer Typ geworden ist, ne? So ein Psychopath irgendwie. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe ein paar aktuelle Simpsons-Folgen gesehen, also wirklich von Staffel 29 oder 30. Und es waren ein paar Folgen dabei, die echt gar nicht mal so schlecht waren. Muss ich wirklich sagen. Also ich habe, glaube ich, wirklich alle Staffeln jetzt gesehen, also nachgeholt ab irgendwie Staffel 24 oder so, auf Disney Plus. Und da war eine Staffel, ich glaube 27 oder so, oder 26, die hat mir sogar alles in allem wirklich relativ gut gefallen. Besser als manche früheren. Da war ich vielleicht auch vorher ein bisschen schnell mit meinem Urteil. Aber dass Homer so ein Dummi geworden ist, das auf jeden Fall.
Was ist denn, Born, ich meine, der Rest kannst du natürlich auch gerne schreiben, was ist denn so dein oder euer Lieblings-Simpsons-Charakter oder den, den ihr am wenigsten mögt? Wie komme ich denn hier weiter, Leute? Wie soll ich denn hier weiterkommen? Das verstehe ich nicht. Ich kann mich mit Mr. Burns gut identifizieren. Hast du so viel Geld wie der? Oder das Aussehen? Ich schnall es nicht. Aber ich hätte gern, dann wäre ich sicher auch so ein Arsch. Ich glaube, das wird schwierig. Also ich verstehe nicht, was ich hier machen muss, um diese Schranken wegzumachen. Hier vielleicht irgendwie. Es gab ja vorhin irgendwo einen Schalter, ne? Wo war denn das? Ich glaube hier oben. Was für ein Chaos! So, der Schalter ist gedrückt. Oh. Oder ist er jetzt gedrückt? Es gibt fantastische Folgen mit Homer, aber es gibt auch sehr gute mit Marge oder Bart. Lisa ist mir aber dem Vegetarismus zu alternativ. Ja. Also ich hasse auf jeden Fall nicht Lisa. Es gibt ein paar Figuren, die ich gar nicht mag. Ich mag zum Beispiel Krusty überhaupt nicht. Denn Krusty ist auch wirklich ein Arsch. Das ist vielleicht der schlimmste Charakter in der ganzen Serie, wie ich finde. Du magst Krusty. Ich hasse Krusty. Oh, ich finde Krusty so schlimm. Ach, das Ding ist jetzt auf hier? Oder wie? Oder was? Boah, ich finde ihn so schlimm. Hier durch. Moment. Das ist eine Telefonzelle. Spiel, sag mir doch mal, was ich machen muss. Ja, er hasst sich selber natürlich auch. Ist Krusty nicht auch cracksüchtig? Ich glaube schon. Zumindest mal kurz für 10 Sekunden in irgendeiner Folge. Also Krusty ist schon ganz schlimm auf jeden Fall. Hans Maulwurf zum Beispiel ist relativ cool, wie ich finde. Auch wenn er eigentlich nicht wirklich was macht. Ich mag auch Milhouse. Ich mag Milhouse auf jeden Fall. Weil das einfach so eine Figur ist, die... Ich glaube, jeder hatte irgendwie ein Milhouse in seinem Freundeskreis. Mama, Bart raucht wieder. So geil. Den kennst du sogar heute noch. Ja, deswegen, also Milhouse ist auf jeden Fall gut getroffen, wie ich finde. Ah, okay. Jetzt kann ich den Schalter drücken.
Jetzt macht alles einen Sinn. Jetzt ist wahrscheinlich auch die eine Tür auf. Autsch. So chaotisch. Was gibt's denn noch? Also wegen Krusty, der ist, finde ich, der tiefgreifendste Charakter, obwohl eher unabsichtlich, aber ich finde, er hat am meisten Tiefgang, Ecken, Kanten, Selbstzweifel. Ja, aber er ist eben, ich finde ihn einfach so grundunsympathisch. Oh. Aber das ist natürlich, ist es wahr, es hat schon seinen Grund, warum der so oft auftaucht, warum es den immer noch gibt. Ja, nee, also mit Krusty kann ich mich nicht anfreuen. Aber es ist wahrscheinlich gut, dass es diese Figur in der Serie gibt. Auch immer noch. Ich finde auch Skinner zum Beispiel. Skinner mag ich auch. Beziehungsweise, was heißt, ich mag ihn? Nukem. Aha. Die Duke Nukem Gedenkrakete hier. Also Skinner mag ich auf jeden Fall. Also die Figur finde ich toll, sagen wir es mal so. Ja, Krusty ist auf jeden Fall der... Ja, stimmt, der ist auf jeden Fall politisch höchst unkorrekt. Und er verkauft ja auch Spielzeug, was irgendwie... potenziell gefährlich ist. Es gibt ja diese eine Folge mit diesem Krusty-Produkttest oder so, ne? Wo man dann irgendwie verschiedene Spielzeug sieht, was irgendwie Feuer fängt und Funken rauskommen und so. Hey, you! Gucken wir mal nach oben. Hier gibt es sehr viele Level, die eher so von unten nach oben verlaufen. Die Bürgerwerbungen sind auch legendär, wo er reinbeißt und eine Sekunde nachdem die Kamera aus ist, den Bissen ausspuckt. Ja, genau. Auf jeden Fall. Mit diesem Krusty Burger, mit diesem Olympia, mit dieser Olympia-Aktion, weil jedes Mal, wenn die USA Gold holen, dann gibt es irgendwie ein Krusty-Menü umsonst oder irgendwie sowas. Und das ist ja angelehnt an etwas Ähnliches, was bei McDonald's damals stattgefunden hat, wo, glaube ich, Russland damals Olympia oder nicht an Olympia teilgenommen hat und deswegen die USA ganz viele Goldmedaillen geholt haben und McDonald's dadurch richtig Schwierigkeiten bekommen hat. Also die Geschichte dahinter ist auf jeden Fall wahr. Das war ein richtig teurer Fehler damals für die. Applejee! Super, jetzt liegt das da oben bei diesem Schnabeltier. Da nach unten will ich eigentlich nicht. Jump! Es gibt so viele Gefahren hier, die außerhalb des Bildschirms liegen. Wenn man also ein bisschen ungünstig springt, dann springt man in irgendwelche Flammen rein oder sonst irgendwas. Hier zum Beispiel. Okay. Oh. Oh, nein. Falscher Knopf. Wow. Section completed. Haben wir einen Bonus. Way cool, groovy, insane, gnarly, outrageous. Ja, ich denke mal schon.
Das ist irgendwie immer dieselbe Stage. Ich will mal hier auf der Seite. Na toll, jetzt bin ich genau daran vorbeigesprungen. Angeblich soll ja bald ein Captain Future Film rauskommen. Ein Realfilm. Ich hoffe nicht. Okay. Ich weiß ja nicht. Wobei. Erstmal Trailer gucken. Okay. This might be a good time to save your game. Dann machen wir das doch mal. Der Schokobrunnen. Oh. Also bei dem Feature-Teaser hatte ich ein bisschen Pipi in die Augen, obwohl die Melodie nicht ganz stimmte. Also da gibt's schon, okay, ein Teaser. Sieht man da schon irgendwas drin oder noch nicht? Aua. Na super. Das Problem ist, an den Wänden kann ich mich irgendwie nicht festhalten. An allen anderen Wänden kann ich mich festhalten. An denen aber nicht. Kannst du gerne machen. Klar, wenn das... Wenn du irgendwie da einen Trailer hast oder sowas oder den Teaser, kannst du gerne posten. Ich kann mir das jetzt nur nicht angucken. Aber ich guck's mir später auf jeden Fall mal an. Keine Ahnung, ob der wirklich... Naja, ich guck's mir mal an. Mann, wie gemein ist das denn, aber diese Dinger genau so zu platzieren, dass wenn man die einsammelt, dass man da runterspringt. Oh. Ist, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal da runtergesprungen. Genau wie hier übrigens. Na, das sieht genauso aus, als wenn man die einsammeln könnte. Gar nicht mal so cool. Naja, wir sind ja immerhin schon in Level 9. Ich weiß gar nicht, wie viel Level das Spiel hat. Das ist die erste Episode, die werde ich also heute höchstwahrscheinlich auch durchspielen. Ich denke mal, so lange wird die auch nicht mehr gehen. Sehr, sehr knapp. Ich will mal gerade gucken, ob man die Soundeffekte ausstellen kann. Ja. Okay, jetzt hört man die Musik natürlich ein bisschen besser, aber ohne Soundeffekte macht das auch keinen Spaß. Sound is not on.
Ach Mann, nicht schon wieder. Oh. Das ist ja eine blöde Stelle. Man ist irgendwie so drauf konditioniert, dass wenn man diese Items sieht, dass man die auch einsammeln sollte. Und genau da, da bedeuten sie den sicheren Tod. Okay, diesmal nicht. Ah, okay, so kann man sie ansammeln. Oh. Sind die gefährlich? Gucken wir mal, ob wir die wegsprengen können. Oh, ich habe keine Bomben mehr. Nee, die kann ich einsammeln. War da nicht gerade noch Energie? Aber ich glaube, die liegt jetzt oben irgendwo. Na super. Wow. Hilfe! Nein! Okay, die Teile hauen einen wieder zurück. Und, ach, verdammt. Dieses Ding da rechts, das muss man wegsprengen. Ich habe jetzt aber keine Bomben mehr gehabt. Das heißt, ich werde mal die Bomben mir aufsparen bis zum Ende. Autsch. Okay, zwei Bomben habe ich. Ich glaube, ich brauche drei. Aber es ist ja auch noch ein ganzes Stückchen hin. Ups. Da gehen wir einfach mal weiter. Nein! Aber auch interessant, dass ein Hinweis kommt, hey, es wäre ganz gut, wenn du jetzt mal speichern würdest. Weil ich glaube, man hat unendliche Leben. So, hier wieder die fiese Falle. Ach, verdammt. Okay, hier oben war ich noch gar nicht. Und das sieht ein bisschen aus wie bei Little Nemo, The Dream Master auf dem NES. Diesen gigantischen Pilzen. Ho, ho, ho.
Bomben. Wow. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe keine Energie mehr. Au, was ist das denn? Was war das denn? Eine fleischfressende Pflanze oder sowas? Das kannte ich noch gar nicht, das Vieh. Also ich glaube, von den Apogee-Plattformern, die ich hier so in den letzten Jahren im Stream nachgeholt habe oder eben erneut gespielt habe, ist das, glaube ich, der, der irgendwie immer noch am spielenswertesten ist. Ich muss mal gucken. Commander Keen war so ein Spiel, was ich natürlich früher auch gespielt habe, aber das war nicht so ein Highlight für mich. Wäre aber auch mal was für ein Stream. Ich weiß ja nicht, ob das so für die anderen Titel spricht, wenn der hier am spielenswertesten ist. Ja, also zumindest von denen, die ich jetzt hier in letzter Zeit nochmal gespielt habe. Monster Bash, das war so ein Titel, den ich früher geliebt habe, aber da ist das Level-Design zum Teil noch ein bisschen mehr random, habe ich so das Gefühl gehabt, wie der hier. Oh, ich dachte gerade, das hat so lange gedauert. Ich dachte, ich wäre Game Over. Oh, jedes Mal laufe ich in das Ding rein. Ich dachte gerade, das wäre es. Das wäre es gewesen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es hier einen Boss gibt. So Bosskämpfe gab es, glaube ich, eher selten in solchen Spielen. Vielleicht habe ich das aber nur verdrängt. Sag mal, Enti, hast du dir mal die MS-DOS-Megamänner angeschaut? Wahrscheinlich schon, ne? Mal in irgendeinem Video. Oh. Kurzer Blick hat gereicht, ne? Jo. Definitiv. Ich hatte ja sogar einen davon. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ich glaube, den ersten hatte ich als Original, aber das, der ist damals in einem Rucksack gewesen, der verschütt gegangen ist. Bevor ich das überhaupt jemals einmal spielen konnte. Und ich dachte mir nur so, wow, Mega Man für DOS? Das gibt es. Ist ja der Wahnsinn. Mittlerweile weiß ich, okay, es war wahrscheinlich besser so, dass ich das nicht spielen konnte.
1 und 3, dann war es der erste. Ist auch geil, 1 und 3, den zweiten gibt es nicht. Oh. Ups. Also so schwer kann das Level auch nicht sein hier. Aua. Was so irgendwie gemein ist, dass man nie mit voller Energie anfängt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man quasi das Level mit der Restenergie des vorherigen Levels beginnt. Ah. Oh. Das ist ja cool. Okay, jetzt habe ich volle Energie. Dann sollte es doch klappen. Bei dem Spiel reicht ja auch ein kurzer Blick, um zu sehen, dass es wirklich ein knallharter Titel ist. Hilfe! Ich will da gerne hoch und die anderen Bomben einsammeln. Scheiße, warum lauf ich denn da zurück? Oh. Verdammt. Toll. Jetzt habe ich nur noch eine Bombe. Das reicht doch gar nicht. Oh nein! Yikes. Yikes. Erinnert mich gerade so ein bisschen an den Bosskampf bei, ich muss gerade überlegen, bei welchem Castlevania das war. Castlevania, Super Castlevania 4, glaube ich, ne? Obwohl, nee, das war nicht der. Ich überlege gerade, bei welchem Teil das war, wo ich glaube, 4 Stunden für den Bosskampf gebraucht habe. Und Castlevania war das. Ja, ich überlege gerade, ich habe doch bei einem Castlevania nämlich 4 Stunden für den Bosskampf gebraucht, aber ich glaube, das war der Wii-Teil, dieses Castlevania The Adventure Rebirth, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Autsch. Ein Kuddelmuddel hier. Das Rebirth-Ding, ne? Ja. Oh, das war schlimm. Das war schlimm, aber es hat Spaß gemacht. Tolles Spiel auf jeden Fall. Na los. Okay, ich habe noch 2. Oh, ich habe volle Health. Wobei, was mich ein bisschen wundert, ist, da ist ja noch Platz bei der Anzeige, ne? Scheiße. So, alle platt getreten. Da ist noch einer. Nein! Wow, ein Burger, ein Space Burger.
kann sogar da oben einfach drüber springen. Oktober dann wieder Castlevania. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ah. Mal gucken, welchen. Weil ich hatte jetzt ja auch wieder ein bisschen Abstand zur Serie. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Du spielst auch ein Retro-Spiel. Was spielst du denn? Mal gucken, ob das hier wehtut. Nee, das... Ach, da komme ich nicht weiter. Mal gucken, ob ich mich da irgendwie hochmogeln kann. Oh. Geht. Cultures. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das kenne ich noch. Nicht selber gespielt, aber das war, glaube ich, so eine Art Aufbaustrategie, oder? Kann das sein? Oder nee, das war Creatures. Dann kenne ich es nicht. Mit Wikingern. Nee, ich meine ein anderes. Aber... Ist auch gut. Oh. So, was haben wir hier? Zwei extra, hä? Drück mal zwei. Toll. Das Level hier ist wieder so ein richtiger Clusterfuck. Wo muss ich lang? Ich glaube, von hier komme ich. Ja. Toll. Ja, aber es sagt mir auf jeden Fall nichts. Also ich hatte irgendwie Creatures oder sowas, hatte ich, glaube ich, vor Augen. Aber ich habe auch wenig Strategiespiele gespielt oder so Aufbauspiele. Oh. Dankeschön. Na super. Deswegen springe ich mal in die Luft. Oh nein. Aber ich glaube, hier bin ich richtig. Ach, verdammt. Ach, Mann. Na, super. Auch dieser Wurm schon am Anfang. Oh, das ist so eng da in diesem Ding. In diesem Gang. Dann... Schleimt sich noch dieser Wurm da lang? Okay, der Sound ist aus. Doch nicht. Okay, Leute, wo muss ich lang? Vielleicht muss ich nach unten. Ein Schalter. Sehr gut. Oh nein! Ein Wurm. Hey, Justy. Ist der Gang zu eng? Bist du zu fett? Du willst doch nicht sagen, dass der hier fett ist, oder? Ja, aber da ist man quasi in diesem Gang direkt am Anfang und dann kommt noch dieser Wurm an. Oh. Hier, dieser Gang hier. Ich laufe jetzt einfach mal durch. Oder auch nicht.
Ich geht so. Okay. Wenn ich einfach einen kleinen Moment warte, dann geht es. Oh nein. Eine Bombe verschenkt. Na, wie geht's dir denn? Hast du einen angenehmen Montag gehabt? Shaggy, Shaggy. Das fehlt mir noch fürs Soundboard. Shaggy, Shaggy. Okay, jetzt habe ich 4 Trefferpunkte, sehe ich gerade. Wow, cool. Oh, oh. Destroy. Okay, ein weiterer Tipp. Bonus, Destroy. Guck mal, Comets Justy hier. Läuft's auf jeden Fall. Oh. Zwei Stündchen hast du noch, okay. Ist denn das hier alles? Oh. Ah. Ein sehr, sehr feindlicher Planet hier. Oh. Der Shiggy ist ab nächsten Monat wieder weg. Leider. Oder ich brauche auch einen Shiggy. Einen Pixel-Shiggy. Ja, der Shiggy ist schon cool, ne? Ah. Shiggy-Vara. Leute, da fällt mir ein, dass ich, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe im Stream, da hatte ich auch ein Subgeschenk bekommen von einem Kanal, wo ich nicht bin. Das Wurst-Emote, ja, ich glaube, da war was. Ja, ja, genau, stimmt, du warst doch mit der Wurst. Das war nicht schlecht, wo man so eine lange Wurst mitmachen konnte, ne? Aus verschiedenen Wurst, aus dem Wurstende und Anfang, aus den beiden Wurstzipfeln, konnte man eine Mega-Wurst machen. Du warst das, ja, das kenne ich noch, das war nicht schlecht. So ähnlich wie eine Longcat, nur eben als Wurst. Schalter ist gedrückt. Das Ding hier wegzusprengen, um die Energie zu holen, ist total doof leider. Weil wenn ich ja die Explosion abbekomme, dann verliere ich ebenfalls Energie und das Teil, das wächst sehr, sehr schnell wieder nach. Apropos Wurst und Beefy. Der Samstag, der war ein bisschen, der war leider nicht so cool wie gedacht. Ehrlich gesagt. Und das Level war ein bisschen schwer für sie. Deswegen habe ich es dann durchgespielt, aber ich werde nochmal ein anderes Level machen. Weil das Problem ist, sie kann mit der linken Hand nicht so gut greifen, beziehungsweise drücken. Und man kann die Tasten nicht umbelegen in diesem Editor, da habe ich aber auch nicht dran gedacht. Und um zu schießen, musste man den linken Trigger drücken. Und das war für sie nicht so gut möglich. War ein bisschen doof. Aber mal gucken, ich werde da nochmal dran rumschrauben. Vielleicht mal eins machen, wo man auf die Gegner draufspringen kann. Du warst an dem Tag der zweite, bei dem ich das gemacht habe. Der erste wurde aggressiv und hat mich beschränkt genannt. Echt? Und ich nur so, wow, eine Wurst. Lecker Wurst. Ja, guck mal, dann zieht man auch direkt weiter, ne?
Muss man nicht alles gleich immer so ernst nehmen, ne, wenn da einer eine Wurst postet. Ja. Ich hätte es mir denken können. Achso, hab irgendein Emote mit offenem Mund genommen, die lange Wurst daneben und dann mit jeder Nachricht ein Stück der Wurst weggenommen, dass es so aussieht, als wenn der erste Emote die Wurst frisst. Klingt kreativ, ehrlich gesagt. Was ist das Problem, echt? Finde ich gut. Ein echter Künstler. Also wenn man sich über sowas aufregt, ne? Oh, oh, ich reg mich lieber hierüber auf. Die Sendung mit der Wurst. Ja, super. Wie soll ich das denn bitte sehen? Oh, Hass. Also ich glaube, viel schwerer ist Super Goblins auch nicht, oder? Ghosts and Goblins. Wobei das hier auch ein bisschen daran liegt, dass man eben so einen relativ kleinen Bildausschnitt nur hat. Oh, der hat überlebt. Bei dem Typen war es aber eine seitliche Mario-Röhre, in die die Wurst reingegangen ist. Meinte der, wie beschenkt muss man sein, um eine Wurst in einer Röhre zu versenken. What? Echt? Bescheuert, ey. Wie beschenkt muss man sein, um eine Wurst in einer Röhre zu versenken? Das finde ich jetzt aber nicht korrekt von dir. Jetzt muss ich mal an diese Wurst denken. Nein. Oh, es ist wirklich hier ein Kuddelmuddel. Dankeschön, dass mich irgendwelche Gegner von oben treffen, die ich überhaupt nicht sehen kann. War gut amüsiert. Du warst mir gleich sympathisch, dass du die Wurst lustig fandest. Ja, das war der Wursttest. Wursttest bestanden. Ach ja, übrigens, wunderschönes. Ich weiß nicht, ist es schon Parallax-Scrolling? Auf jeden Fall über zwei verschiedene Ebenen. Klar, den Wurstblinker kenne ich. Von Venne. Der ist doch wohl Kult. Oh! Na, kommst du da runter? Blaue Wurst. Wow. Was ich leider sagen muss, ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, dass ich das hier unter DOS-Box spiele und dann noch die Tasten auf dem Gamepad gemappt habe. Hier ist echt ein spürbares Leck drin. Ich denke aber mal eher, dass das bei dem Spiel einfach so war. Nein. Jetzt aber mal hier. Attacke. Ja,
Du bist damals mit dem Herrn Nick bist du mitgekommen, glaube ich, ne? Enti. Boah. Kann sich ja hier leider nicht dran festhalten. Was ist denn, wenn ich hier lang gehe? Okay, macht die Sache viel, viel einfacher. Boah. Ach so, umgekehrt war das. Ah. Ja, wundervoll. Wollte gerade sagen, vielleicht war das einfach so damals, kannte man das Konzept von Input Delay wahrscheinlich nicht und da war das dann akzeptiert. Ja, ich denke auch. Mittlerweile ist man da total sensibilisiert drauf, wenn das so ein bisschen verzögert ist. Das hast du hier auf jeden Fall. Oha. Meine Güte. Energie. Das war ein Chaos hier. So, hier kam irgendwie was angesprungen, glaube ich. Das Vieh. Das hat mich eben platt gemacht. Was ist denn das überhaupt? Na super. Uah. Ach so, ich kann nicht auf den drauf springen. Toll. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Och Mann, also. Schon alles. Oh, mega fair hier. Wow. Points. Ja, ist mir egal. Ich will gar keinen Bonus. Ich will nur überleben. Ich will leben. Ach du Scheiße. Oh Mann. Guckt euch das mal an hier. Ich habe keinerlei Bewaffnung. Oh Gott. Boah. Also ich kann auf die Gegner drauf springen, aber das klappt irgendwie auch nicht so ganz immer so gut, wie ich mir das wünsche. Und du? Nee, darunter will ich nicht. Hint. Na super. Ich dachte, das war das Exit. Ganz vorsichtig. Oh Mann. Also hier drauf. Da festsaugen. Hoffentlich kommt keiner von vorne. Oh.
Ach du Schreck. Kein Checkpoint, also nochmal von hier. Ja, das ist auch lebensnotwendig, dass die Kamera schwenkt. Das wird einem auch, glaube ich, ganz am Anfang beigebracht. Beziehungsweise wird eben gesagt, dass wenn man nach oben guckt, dass man dann manchmal irgendwelche Items bekommt. Aber der Bildausschnitt ist eben wirklich relativ klein. Boing. Boing. Hier einmal rüber. Okay, jetzt sind wir hier an dieser schrecklichen Stelle. Kleinen Würmchen. Nein! Ach Mann. Du bist hier wirklich von allen Seiten zugeschissen mit Gefahren. Na super. Achso, ich bin wieder am Anfang. Sehr schön. Boah. So, die Energie habe ich eingesammelt. Oh. Wenn ich dann hier raus will. Ja. Also noch weiter zurückgehen kann ich nicht. Das ist wirklich der Scheiß bei diesen horizontal aufgebauten Leveln, wenn du irgendwann wieder ganz am Anfang bist. So ein bisschen wie bei Getting Over It. Alter Schwede. Und vor allem, man muss ja erstmal hier nach rechts gehen, dann nach unten, um diesen Schalter zu betätigen. Ich weiß zwar nicht genau, wofür der da ist, aber der wird schon seine Verwendung haben, der hier. Ja gleich mal gucken. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob man innerhalb der Level ebenfalls speichern kann. Dann würde ich gleich erstmal abspeichern, aber vielleicht nicht unbedingt in diesem Run.
Ach, verdammt, der hat mich erwischt. Vielleicht muss ich auch diesen Schalter gar nicht betätigen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich ja nachher weiterkomme. Bis an eine Stelle, wo es dann eben nicht mehr weitergeht. Ziehen mir diese Würmer überhaupt Energie ab? Oder nicht? Hi Panga, grüß dich. Bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Panga, ich spiele gerade Cosmos Cosmic Adventure. Und ich hänge jetzt schon eine ganze Zeit hier im Level 10 der ersten Episode. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Ich glaube, die ziehen mir gar keine Energie ab, oder? Oder doch? Ich bin mir da nicht so sicher. Oh, oh, oh. Fieser Blue Ball. Shit. Ja, das ist nicht Commander Keen. Aber es ist von denselben Entwicklern. Von Apogee. Sieht der denn hier aus wie der Dopefish? Also der Grüne? Oder wen meinst du? Oh, oh, shit. Nein! Oh mein Gott. Dieses Level macht mich wahnsinnig. Man muss nämlich... Oh. Muss nämlich ganz weit nach oben hüpfen. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass man ganz weit nach unten fällt. Dein Sportlehrer hat das mal gespielt. Was? Okay. Muss er ein cooler Typ gewesen sein? Ja, auf jeden Fall, wenn er aussah wie Onkel Jesse. Ich meine, doch cooler geht's ja nicht, oder? Vielleicht wollte er aber auch nur mit euch anklicken. So nach dem Motto, hey, wisst ihr was? Ich spiele auch Commander, dieses Commander Keen. Der war auch richtig cool. Aber es klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Klingt echt nach einer coolen Type. Und schon wieder kaum Energie mehr. Ich wollte es nicht sagen, Cam. Ich wollte es nicht sagen. Ich spiele auch Commander Keen. Wollt ihr nach der Schule nicht mit zu mir nach Hause kommen? Oh, diese Kackwürmer. Entschuldigung, aber... Die nerven brutal. Genau. Ach, da warst du schon 20. Ja, macht ja nichts. Und da hat er noch Commander Keen gespielt? Du bist doch gar nicht so alt. Also, er war schon damals Retro-Gamer. Ich brauche Energie, Leute. Okay, sehr schön. Noch mehr Energie. F1, save your game, 2. Ich hoffe, das geht. Ist ja kein Quick-Save, ne? Also kein, beziehungsweise kein, ich würde nicht sagen, dass das Geschummel ist. Wenn das Spiel mir die Möglichkeit gibt, im Level zu speichern, dann ist das legal. Hm.
Puh. Es läuft gerade richtig gut hier. Aber es ist auch schon mein, ich weiß nicht, 20. oder 30. Versuch hier, dieses Level zu meistern. Ah, genau, die Stelle. Was kam denn hier nochmal? Ach so, genau, die beiden. Das hier. Gefährlich, gefährlich. Boah. Der hat das nur gespielt, weil er das in seiner Kindheit immer gespielt hat. Neues hat er gar nicht gespielt. Unter Neu zählte er auch schon der NES, was? Okay. Aber sympathischer Kerl. Oh, hier brauchen wir den blauen Schlüssel. Ich glaube, den finden wir hier auf der linken Seite. Oder irgendeinen Schalter, den ich ganz am Anfang übersehen habe. Das kann auch sein. Dann würde ich jetzt schreien. Was ist das hier? Ein Bubble. Bin voll in meiner Bubble. So, weg da. Ja, und jetzt? Oh nein! Okay, da ist ein Schalter. Komme ich da hin? Ah, da guckt der immer noch so schelmisch nach vorne, ne? Sein Bubble Power-Up könnte der glatt von Twitter kommen, auf jeden Fall. Aber auch geil, NES, ne, das ist mir zu neu. So was Neues spiele ich nicht. Oh Mann. Wahrscheinlich hätte ich mit der Bubble da irgendwie hochgekonnt oder so. Ich weiß es nicht. Verdammt nochmal. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich da jetzt nicht rüberkomme. Vielleicht, wenn ich laufe. Was man eigentlich nicht kann. Also, wenn ich gehe. Ne. Fuck. Weiß nicht, kann ich das System irgendwie hacken? Na los! Okay. Hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war, ehrlich gesagt. Aber es hat geklappt. Wahrscheinlich schon. Leck mich am Arsch. Da ist noch so ein Ding. Oh nein. Nein, ich will nicht wieder zurück. Ich bin doch gerade hier. Das ist doch nicht deren Ernst. Oh nein, oder? Ist doch nicht wahr. Es kann doch nicht sein, oder? Nee. Das glaube ich jetzt nicht. Nee. Ich geh nochmal nach oben. Das Spiel hier ist umsonst. Also meine Mühe ist gerade umsonst. Das Spiel kriegst du bei Steam oder bei GOG. Oder die erste Episode kannst du aber umsonst runterladen. Das geht auch immer noch. Du brauchst eine DOS-Box dafür. Scheiße. Ich muss wieder zurück, um noch einen Schalter zu betätigen anscheinend. Oh Gott. Danke. Na. Na. Richtig geil, dass man erst am Ende erfährt, hey,
Du musst Schalter betätigen, sonst kommst du nicht weiter. Ist da vielleicht einer? Habe ich den übersehen? Gucken wir mal, Restore Game. Nein. Okay, er fängt von neuem an. Also, ich probiere es jetzt nochmal. Hi, Polly, grüß dich. Schön, dass du da bist. Polly, ich habe die neue Pixelbeschallung voll, glaube ich, doppelt genossen. Ist wirklich so gut geworden. Ach, vielleicht muss ich hier hoch noch. Was mich ein bisschen irritiert ist, ich glaube, da hast du dich vertan. Da musst du vielleicht nochmal nachrecherchieren, dass Splatterhouse einfach ist. Also wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dass es dann relativ easy ist. Nehmen wir erst, ich hab noch keinen Teil von Splatterhouse durchgespielt. Aber das ist was ich mir für den Oktober aufhebe. Kann ich hier vielleicht links rüber? Ja, aber das Intro ist auch wirklich, ne, ich habe ja nur die Textzeilen gehabt, aber so wie es dann mit den Soundeffekten und so versehen wurde, fand ich das richtig geil. Und wie gesagt, also das LCD-Spiel von Splatterhouse, das kenne ich auch nicht, aber ich bin sehr interessiert. Ach, hier sind wir. Also wir müssen aber leider, ich meine, ich kann die jetzt schon mal töten. Wir müssen aber leider nochmal an Anfang, um da diesen einen Schalter zu betätigen. So, okay, Schalter Nummer 1. Wenn du es oft genug gespielt hast und weißt, wann die Monster kommen, wird es ein wenig einfacher. Ich finde es aber trotzdem schon relativ, ich finde schon relativ knackig. Aber gut, ich spiele auch gerade hier, ich wollte gerade Poldi sagen, nee, Cosmic Adventure. Und finde das auch schon zum Haare raufen gerade. Checks Quest HD, ja, das habe ich hier auch. Habe ich aber noch nicht gespielt. Oh. Ich meine, gute Freeware-Titel, die gibt es natürlich wie Sand am Meer mittlerweile. Und das ist ein Spiel aus meiner Kindheit, da hatte ich heute irgendwie mal Bock drauf. Ach, der Schalter hier oben. Genau, den müssen wir noch betätigen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht das finale Level ist oder das vorletzte zumindest der ersten Episode. Verdammt. Jo, dann viel Spaß im Lurk. Okay, aber ich glaube, diesmal werde ich es wohl schaffen. Hier ist der dritte und, glaube ich, finale Schalter. Aber wie gesagt, eine echt coole Folge und viel auch Wissen, was ich über die Reihe noch gar nicht hatte, speziell was die Story angeht. Und ich stimme dir auf jeden Fall zu, Pauli. Also die Musik, wie monoton die ist, aber die gefällt mir auch gut. Ich habe auch schon bei dem einen oder anderen Horrorstream hier im Wartebildschirm, da habe ich immer Musik laufen in der Dauerschleife. Und da habe ich auch schon das ein oder andere Mal Splatterhouse-Musik laufen gehabt. Weil mir diese gut gefällt. Ach, shit.
Da war Energie. Man kann das Ding auch. Man kann auch die Stacheln in die Luft jagen. Okay, das ist natürlich ziemlich cool. Völlig neue Möglichkeiten. Ja, die 2010er Version von Splatterhouse, die haben wir damals auf der Xbox 360 mal ganz kurz angetestet. Aber ich hatte das nicht, deswegen habe ich das. Ich habe das selber auch nur ganz, ganz kurz gespielt. Fand es aber von dem, was ich da so gesehen habe, eigentlich gar nicht so schlecht. Ist auf jeden Fall, wie du schon sagtest, übertrieben brutal. Und es hat auch vor allem ja nicht nur 3D-Sequenzen, sondern es hat auch so 2,5D-Sequenzen, die an die alten Teile angelehnt sind. Genau, und man kann auch die alten Originalspiele freispielen, was auch ziemlich cool ist. Jawoll. Ich habe hier noch eine 360 hier. Das wäre doch eine Idee vielleicht auch für einen der kommenden Halloween-Streams oder eben Oktober-Horror-Streams. Einfach mal das, in Anführungszeichen, neue Splatterhouse mal zu spielen, was ich sowieso mal nachholen wollte. Wäre eine Idee. Oh, oh. Endboss oder sowas? Was ist das? Meine Ohren. Hilfe. Alter. Hat den Sound ausgemacht. Die Soundeffekte. Ich glaube, wir sind beim Boss. Beim Boss der Bosse. Oh. Kann ich da drauf springen? Das muss ich machen. Ich muss drauf springen wie bei Sonic. Ich weiß nicht, ob ich das streamen darf. Ich glaube nicht. Es sei denn, ich befinde mich zum Zeitpunkt des Streams ebenfalls in Österreich. Vielleicht ziehe ich hier um. Es wohnen so viele nette Leute in Österreich. Gerade hier auf dem Retro-Sektor. Unglaublich. Ui, ui. Und willst du nochmal hören? Oh, scheiße. Das ist doch wohl von Sonic geklaut hier. Der sieht ja auch aus wie Dr. Robotnik. Dr. Blotnik. Oh. Oh nein. Wenn ich das ganze Level nochmal machen muss, ne? Dann freue ich mich richtig. Oh. Vor allem wegen dieser blöden Stelle hier. Oh. Scheiße. Oh. Nein! Schatz. Ich habe gerade nicht umgemacht, weil du da bist, sondern ich war gerade beim Endboss. Und der hat mich fertig gemacht. Wahrscheinlich hätte er noch einen Treffer gebraucht oder so. Ich weiß es nicht. Und jetzt darf ich das wunderschöne Level nochmal machen. Hi, Schatz. Na, wie geht es dir? Es ist schön, dass du vorbeischaust, auf jeden Fall. Klar, sowas Schönes wie dieses Spiel hier will man sich auch einfach nicht entgehen lassen. Worüber guckst du denn gerade zu? Übers
über dein neues Tablet oder über dein Laptop oder übers Telefon, über den Fernseher. Habe ich was vergessen? Nee, wahrscheinlich nicht. Genau, über die Smart Fridge. Sehr gut. Aber ich wette mit euch, dass dieser Boss der finale Boss der ersten Episode ist. Die haben einfach das letzte Level haben die einfach so schwer gemacht, dass man da dann doch noch ein bisschen länger hier mit der Shareware-Version verbringt. Nee, aber ich meine das ernst, also es sind echt viele Leute aus Österreich hier im Retro-Bereich von Twitch unterwegs. Und dein Internet hat die Verbindung verloren, oh no. Ich wollte gerade fragen, worüber du denn den Stream jetzt verfolgst, beziehungsweise mitchattest. Folgt. Na, ich finde das ja gar nicht so kacke hier. Ich bin ja auch andere Sachen gewohnt. Aber das wäre natürlich was. Aber ich glaube, es würde eher das Gegenteil der Fall sein. Aber ich denke mal, qualitativ nehmen die sich nicht viel. Es war aber zumindest bei den Apogee-Spielen nicht so, dass die Voll-Episoden, also die dann kostenpflichtig waren, dass sie dann Rohrkrepierer waren. Also da haben sie auch neue Gegner dann eingeführt. Sieht man auch meistens dann, wenn man das Spiel beendet, hey, hier ein paar Screenshots aus der Vollversion. Das sind also neue Level und das sind neue Gegner, die dich erwarten. Dass man so ein bisschen schon geil gemacht wird auf die Vollversion. Buzzer! What's up, Buzzer? Schön, dass du vorbeischaust. Buzzer ist ein... Ich habe ja schon öfter hier von ihm erzählt. Vorhin auch schon mal ein Kindheitsfreund und immer noch Freund. Und am Freitag zum dritten Mal Papa geworden. Das soll es dann auch erstmal sein mit den Privatinformationen. Nee, das ist nicht Monster Bash, das ist sowas ähnliches. Und Würzi, hi, grüß dich. Das ist Cosmos Cosmic Adventure, aber Monster Bash habe ich tatsächlich auch schon gestreamt. Monster Bash war das hier oder Monster Bash? War dein erstes selbst gekauftes Spiel. Oh, 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 oh. So, wir sind gleich beim Boss. Hört man dann an der wundervollen Melodie. Ich werde jetzt mal diese Energie-Dinger hier noch nicht einsammeln. Ich habe ja volle Energie. So. Sound mache ich mal aus. Oh, scheiße, was ist das? Oh, scheiße, wird ja immer schlimmer. Ich muss den Sound in der Pause aus. Hilfe. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Oh, ist das schlimm. Oh Mann. Ist ja furchtbar.
toll. Oh, meine Ohren. Ich muss das genau in dem Moment ausmachen. Nee, jetzt habe ich es angemacht. Oh. Super. Läuft hier. So ein Cheat. Jetzt habe ich so viel Energie verloren, nur weil ich die Musik, beziehungsweise die Soundeffekte ausmachen wollte. Rise of the Tide. Oh, das haben wir auch gespielt. Das hat auch der, das habe ich mit Buzzer auch gespielt. Und auch alleine. So, da zeigt er wieder sein hübsches Gesicht. Rise of the Tide war aber übertrieben brutal, ne? Nein. Nein. Oh, ist das mies, ne? Da kann man natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute den Endboss nicht schaffen, wenn er einfach mal so einen Soundeffekt loslässt, der einen wahnsinnig macht. Oh, ich glaube es nicht. Schade, das Spiel sieht süß aus. Ja, sieht süß aus auf jeden Fall. Ne, ist auch ganz süß, aber das gerade war doch jetzt mal wieder... Das war auch jetzt wieder Game Design vom Allerfeinsten. Rise of the Tide hattest du vor dem ersten eigenen PC? Wow. Wahnsinn. Ja, das war ja quasi wie Doom nochmal, nur nochmal eine gute Stufe brutaler eben, weil es digitalisierte Menschen war, auf die man geschossen hat. Und ja, man konnte es ja so anstellen, dass man dann, glaube ich, die Augäpfel, wow, Hilfe, dass einem die Augäpfel entgegengesprungen sind, unter anderem. Und das Blut, das klatschte dann an die Wand und so. Das war schon wirklich gorig ohne Ende. Wobei mir das Leveldesign bei Rise of the Tide nie so gut gefallen hat, weil da gab es ja diese komischen Plattformen, die da überall waren. Das war ja schon fast irgendwie so ein, naja, Ego-Jump'n'Run manchmal. Aber es war schon cool. Ich glaube, man konnte sich ja auch mit irgendeinem Item in einen Hund verwandeln oder einen Baseballschläger einsammeln und sowas. Das war schon echt heftig. Die neuen Nachbarn kennengelernt. Die Frau sieht sehr nett aus. Es freut mich, Mausi. Na, guck mal. Das ist schön. Ich habe übrigens die Soundeffekte jetzt mal ausgeschaltet, damit uns gleich nicht wieder die Ohren bluten. Das ist schön. Von dem ganzen Trash-Talk darf man sich echt erstmal nicht beirren lassen. Ein Truce war das auch da. Hi, grüß dich. Das ist so ein richtiges Trucy-Game, was ich hier spiele. Falls ihr euch fragt, wo die Soundeffekte sind, wie gesagt, die habe ich ausgemacht, weil... Das hat mich eben den Endboss gekostet, glaube ich. Weil er eine mega nervige Sirene anmacht und die kann man irgendwie nicht richtig ausschalten. Uah. Oh. Manchmal ist es sogar so, finde ich, dass einen die Musik total kirre macht. Bei manchen Spielen, dann muss ich die ausmachen. Da gehen dir die Tiergeräusche auf den Sack. Ja, sowas zum Beispiel. Kleine Überraschung. Bums. Ich kann noch mal kurz anmachen. Wobei es an sich geht es. An sich geht es, nur diese Sirene, diese Alarm-Alarm-Sirene, die war ein bisschen heftig. Ja, da können wir uns ja noch mal in Ruhe drüber unterhalten, Schatz.
Vielleicht ist zumindest, wenn die wirklich nett sind, ein kleiner Hinweis ganz gut. Ey, ihr müsst ein bisschen aufpassen, was ihr dieser Person hier im Haus erzählt, weil die das alles rumposaunt. Also meine Freundin hat neue Nachbarn und hat über die neuen Nachbarn schon durch eine andere Nachbarin so viel erfahren, weil die es in der kompletten Nachbarschaft schon rumgeschrien hat, dass sie irgendwie, keine Ahnung, Schulden haben und dies und das. Und das hat die neuen Nachbarn haben ihr das quasi im Privaten erzählt und sie posaunt das wirklich, schreit das da durch die komplette Öffentlichkeit da irgendwie, sodass es wirklich jeder hören kann. Total abartig sowas. Oh, kriegt man noch das Kotzen, oder? Das ist die Sozialarbeiter, das geht doch. Hey, vielen Dank für deinen Sub. Wow. Cool von dir. Echt cool von dir. Buzzer GT. Buzzer GT 154 sogar. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Dankeschön. Und viel Spaß mit deinen neuen Emotes. Ja, ich habe tatsächlich Emotes. Oder mit deinem neuen Emote. Wobei mittlerweile könnte ich glaube ich, noch ein weiteres Emote freischalten, muss ich mal gucken. Ja, Emmy, das ist der Buzzer. Übrigens der Buzzer GT, ne? So, das Ding sammeln wir ein. Jetzt kommt der Boss. Witzig, ne? Oh, dieser scheiß Boss hier. Boah. Nimm das Dr. Robotnik für Arme. Oh, das sieht gut aus. Boah. Jawoll. Was ist das? Dem Doom. Oder? Jawoll. Section completed. Ah, Wahnsinn. Bonus-Stage. Oder machen wir auch wieder die Soundeffekte an. Es geht anscheinend doch noch weiter. Moment. Sound is now on. Genau, deine Sprüche sind dabei. Schatz, ich wollte auch jetzt nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende darauf, am Samstag eventuell den 300-Follower-Stream machen, weil die Grenze ist überschritten quasi und da könnten wir doch was Schönes machen, oder? Zum Beispiel sowas wie Scribble bzw. Sketchful. Oh, was kommt jetzt? Boah. Das sieht jetzt aber aus hier wie bei Metroid oder sowas. Eine Beefy Challenge. Ja, meinetwegen auch das. Oh, 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 oh. Ja, super. Dann kündige ich das nachher auf dem Discord an. Hilfe. Ja, der ist geil, ne? Der Barry. Autsch. What's happening? Is Cosmo falling to his doom? Uh-oh. Bier ist auch noch da, das stimmt. Wobei, ich habe gestern eins davon getrunken. Is there no end to this pit? And what danger awaits below? Warte mal. Alarm! Alarm! Geil. Wow. Are Cosmos Cosmic Adventures days finally over? Will Cosmos' parents be lightly seasoned and devoured before we can save them? Find the stunning answers in the next two new shocking, amazing, horrifying, wacky and exciting episodes of Cosmos Cosmic Adventure. Leute, das war die erste Episode davon. Ich glaube, das reicht auch fast dazu. Wir gucken jetzt aber mal gerade, was uns hier erwarten würde für nur $35 plus $4 Shipping. Ich habe ja schon die Vollversion. So war das damals, ne, bei den Shareware-Spielen. Cliffhanger, es war echt ein Cliffhanger, ne? Piep, piep, piep. Und jetzt guck gleich mal, was in der Hall of Fame schon alles drin ist.
anläuten. Pixel Power. Pixel Power. Pixel Power. Vor Bart, Lisa, Marge, Itchy, Scratchy, Mr. Burns, Maggie, Krusty und Homer. Ja, wunderbar, ne? Haben wir das auch noch geschafft. Ich will jetzt mal ganz kurz hier die Credits vielleicht. Nee, das ist nicht so. Ich werde aber gleich für Buzzer, werde ich eine Sache gleich noch anmachen, weil mein Stream ist jetzt auch schon eigentlich zu Ende. Aber eine Sache werde ich gleich für den Buzzer nochmal anwerfen. Okay, Instructions nicht besonders spektakulär. Aber das hört sich doch schon mal sehr gut an, Schatz, dass die einen netten Eindruck macht. Und zwar für den Buzzer will ich nochmal eine Sache reinschmeißen. Wenn auch nur kurz. Wo haben wir es? Da ist es. Na? Sieht sie denn auch gut aus? Bläh. So, ich werde mal das erste Level. Wie geil ist das denn? Ist richtig geil, ne? Richtig, richtig scheiße geil ist das. Schatz, ich werde dir gleich nochmal schreiben, weil wie gesagt, ich bin jetzt auch schon durch. Ich bin ja auch schon hier, näher mich schon der dritten Stunde. Monster Trash. Nee, Monster Trash ist es gar nicht. Das ist tatsächlich ein sehr cooles Spiel. Zumindest fand ich das früher so. Es ist nicht unbedingt am allerbesten gealtert, wie es bei vielen DOS-Plattformern so ist. Aber jetzt, wo der Buzzer noch da ist, da werde ich auf jeden Fall nochmal hier ein, zwei kleine Runden hier mal reinschmeißen. Jetzt auch mit Tastatur. Ging das nochmal? Wow. Ah ja. Das habe ich früher echt so gerne gespielt. Dein erstes Game of DOS, ey, das... Aber du hast auch wirklich so geile Spiele damals gehabt, ne? Wir haben die dann ja auch untereinander getauscht. Du hast jetzt zum Beispiel auch Phantasmagoria gehabt. Ich weiß nicht, wie alt du damals warst. Auf jeden Fall nicht unbedingt alt genug, um Phantasmagoria besitzen zu dürfen. Dein Fall ist es nicht. Dann bin ich ja auch zufrieden. Nein, aber es freut mich auf jeden Fall, Schatz. Und ich werde dir gleich nochmal schreiben. Wir können auch nochmal... können auf jeden Fall auch nochmal telefonieren. Bye, bye. Awesome. Awesome. Jetzt versteht man auch, was er sagt. Und was ich hier auf jeden Fall ganz cool finde, ist eben das Setting. Man ist hier auf einem Horrorfriedhof unterwegs mit Zombies und Skeletten und abgetrennten Körperteilen, um süße kleine Miezen zu retten. Und dann kann man aber das hier machen. Ach, das hast du auf oder Phantasmagoria, ne? Irgendwie auf 6 oder 7 CDs. Mittlerweile kann man die Sachen ja relativ gut nachholen. Also das hier spiele ich jetzt auch nicht auf dem alten Rechner, sondern dafür nutze ich tatsächlich DOSBox, weil das für mich auf jeden Fall da eigentlich ausreicht. Sechs CDs. Boah, krass. Ja, das war auf jeden Fall heftig. Man konnte ja irgendwie am Anfang den Tag wählen, ne? In dem das Ganze anfängt. Zum Glück. Weil wir haben das ja nie irgendwie so besonders weit geschafft. Wir haben dann irgendwie immer zum sechsten Tag sind wir dann gesprungen, wo dann gesplittert wurde, wo dann die Gute da auf diesen komischen Folterstuhl gespannt wurde. Ich habe übrigens Phantasmagoria, glaube ich, habe ich hier. Und meine ich. Und wenn nicht, kann man ja leicht beschaffen. Vielleicht spiele ich das auch mal. Ich werde auf jeden Fall im Oktober ein bisschen den Fokus in Richtung Horror-Games legen und mal gucken. Aber Phantasmagoria ist ein Spiel, was man hier auf Twitch auch schon so oft gesehen hat mittlerweile oder auf YouTube, dass ich nicht weiß, ob das noch irgendwen schockt. Aber das war so krass, ne? Wenn am Ende die Frau da auf das, beziehungsweise man selbst eben, man hat ja diese
diese Blondine gespielt, ne? Und wenn man dann nachher auf diesen Stuhl gefesselt wurde und dann kam dieses riesige Hackebeil da angezischt. Boah. Boah, das war so krass. Mit dem Pendel, das war so krass. Immer mit dem, wir haben es aber auch nicht geschafft, mit dieser Schneemann-Figur, weißt du noch? Wo man eben diesen Schneemann und wir so, ja, wo er dann diesen Schneemann nimmt und dann nimmt er ihn und schmeißt ihn aber weg, weil man muss, glaube ich, noch irgendwas anderes machen. Ich habe schon vergessen. Ich habe mir mittlerweile schon mal einen Playthrough davon angeguckt. So, so krass. Echt. Aber wirklich super schön, dass du hier vorbeischaust. Aber wie gesagt, der Buzzer, der ist ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Auch wenn man nicht mehr so viel miteinander zu tun hat. Aber wir haben eben so viel Zeit in der Kindheit und Jugend verbracht miteinander. Das war echt der Knaller. Das Lustige ist ja auch der Erkse, ne? Ich halte mich ja mit Klarnamen zurück. Der ist ja auch gelegentlich mal mit dabei im Chat. Der wollte sogar vielleicht die Tage vorbeikommen, aber ich kriege leider keinen Urlaub. Deswegen lohnt sich das nicht so wirklich. Und der Fabrizio, der Fab, der ist auch hier öfter mal, der hat auch schon öfter mit mir gestreamt. Toto war auch schon mit dabei, also irgendwie ist so die ganze Gang ist hier so irgendwie versammelt. Das war echt der Knaller, ja, der Knaller bei Phantasmagoria. Wenn dann die Spielfigur am Ende da auf dieses Ding geschnallt wird und dann der Pendel da, dieses Pendel angerauscht kommt. Ich habe übrigens noch 3 Johnnies, Leute. Und 2 Pets haben wir noch, die gerettet werden müssen. Also ich finde auch die ersten Level hiervon, die finde ich noch cool, aber irgendwann wird es so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen unübersichtlich. Aber für DOS-Verhältnisse damals war das schon wirklich geil. Und im Gegensatz zu dem Spiel eben ist hier auch das Scrolling schön weich. Die Animationen sehen cool aus, die Spielfigur, die finde ich auch cool. War hier vielleicht noch was drin? Jawohl. Da haben wir noch einen Doggy. Ein Doggo. Oh. Und hier ist noch einer. Okay, das nächste Level werde ich mal noch spielen und dann werde ich mich für heute mal in den Feierabend verabschieden. Am Wochenende ist meine Freundin leider nicht mit dabei, das heißt, da werde ich dann alleine streamen. Vielleicht ist ja der Fab irgendwie mit dabei. Hier ist die Musik so geil. Autsch. Hier gibt es eine ganz, 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 ouch, fiese Sache. Zum einen diese komischen Messer und dann das hier. Ihr seht die Augen? So, da kommt nämlich gleich eine Schlange raus. Ja, vielleicht Zombies Ate My Neighbors. Mal gucken, hier gibt es nämlich Augen, die sind ein bisschen heller. Und wenn man da lang geht, dann wird man gebissen. Aua. Awesome. Und wir hatten damals sogar eine Katze, die sehr ähnlich aussah wie diese Mieze, die man hier befreit, zu Hunderten. Das war nochmal besonders cool. Schleichen wir uns mal vorbei. Ich habe auch heute noch ein Video gesehen auf einem YouTube-Kanal, der stellt, ich werde das nachher mal auf dem Discord posten, der stellt unglaublich viele DOS-Spiele unter anderem vor, auch Konsolenspiele, aber auch so obskure DOS-Spiele von sonst woher. Und der hat dann einen Wing Commander-Klon aus China gezeigt für MS-DOS von irgendwie 95 oder so, wo auch die ganzen Zwischensequenzen gezeichnet sind und auf Chinesisch eingesprochen. Und das wirkt so abgefahren, solche Spiele zu sehen, von denen man wirklich vorher noch nie was gehört hat.
nicht großer Fan von. Ah. Links oben sehen wir die Energie. Gut, Energie ist wieder voll. Ich glaube, wir haben auch eine andere Waffe eingesammelt. Oh. Autsch. Die Story, oh, die können wir uns gleich nochmal angucken. Ich weiß schon, Polly, du bist ja auch so ein bisschen immer interessiert an der Story, ob die gut ist oder nicht. Die werden wir uns gleich mal anschauen. Weil die Story kann man bei diesen Spielen im Regelfall nämlich aus dem Hauptmenü einfach aufrufen. Auf jeden Fall geht es darum, dass man hier die Tiere retten muss. Okay, Checkpoint haben wir. Oh, 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 oh. Steckt auch so ein bisschen Ghosts and Goblins irgendwie hier mit drin, finde ich. Ah. Nope. Blutende Skelette. Ah. Autsch. Was er sagt. Ja, wir müssen ja auch noch ein paar Viecher befreien, ne? So, jetzt kommt nämlich der absolute... Also, zwei Tiere müssen wir noch retten. Ne, dann kommt das gleich erst. Es kommt nämlich hier eine Stelle, bei der man eventuell nicht weiterkommt. Vielleicht kennt jemand von euch, der ein oder andere, den YouTuber JonTron. Das ist so ein amerikanischer YouTuber, der... früher viele Spiele reviewed hat, mittlerweile alles mögliche, irgendwelche Fitness-DVDs und sonst was. Und der hat auch in einem seiner frühen Reviews dieses Spiel hier vorgestellt. Und der ist nämlich bei diesem Level nicht mehr weitergekommen. Ich zeige euch gleich warum. Das hat mich nämlich damals auch wahnsinnig gemacht. Oh, wie soll man denn da vorbei? Na egal. So, Hund ist befreit. Hier kann man leider nicht nach oben gucken, soweit ich... Doch, mit Patch Up und Patch Down. Na super. Oh, Game Over. Okay, das soll es auch für heute erstmal gewesen sein, tatsächlich. Nämlich, man muss in diesen Baum, der da rechts unten lag, da muss man reinkriechen. Aber die Story wollten wir uns ja noch angucken. Oh mein Gott. Also, eine schlaflose Nacht. Ach du meine Güte. Ich glaube, das geht eine ganze Zeit. Hundchen ist weg. Ach du meine Güte. My name is not important. Achso, my name and what I am is not important. So meine ich. Who did this? Also die Story ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Ihr könnt euch das hier gerne nochmal in Zeitlupe nachher angucken, wenn ihr die Story nochmal erleben möchtet. Eine kleine Sache noch, und zwar... Ach nee, Moment, das war hier gar nicht. Das war beim Levelabschluss. Je nachdem, wie gut man war, gibt es eine andere Animation, die ihn dann beim Fitnesstraining zeigt. Und je krasser man dann da durchgekommen ist, desto heftigere Übungen macht er. Also eigentlich schon mal ganz cool, ne? Okay, ihr Lieben, ich werde mich jetzt für heute erstmal... Arschkopf. Nee, das ist eine Fliege. Das ist eine Fliege. Ich will mal ganz kurz gucken, ist es überhaupt die Vollversion? Nee, ist es nicht. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die Story so umfangreich ist, ne? Das macht schon Spaß. Ich kann ja mal gerade hier auf Ordering Info gehen. Newsflash. Über 8 Megabyte. Eine Brundle-Fliege. Ja, genau. Auto-Order und so weiter und so fort.
Also, das ist irgendwie eine Ära, finde ich, diese Shareware-Ära, die war schon interessant auf jeden Fall. Man hat so viele auf solchen Shareware-CDs, so viele gute oder auch schlechte Spiele gehabt, aber wenn du jetzt irgendwie eine Shareware-Compilation hattest mit 650 Megabyte voll an Spielen, da waren auch viele Kartenspiele dabei, viele, die man dann schon auf zig anderen Compilations hatte, aber ab und zu war immer mal so ein Highlight dabei, so ein Spiel, was man dann in einer riesigen Liste an Verzeichnissen entdeckt hat, was irgendwie einen interessanten Namen hatte. Und das war schon irgendwie eine interessante Zeit auf jeden Fall. Man konnte sehr, sehr viel Zeit mit diesen, mit diesen CDs verbringen. Und ich sehe gerade, es gab sogar T-Shirts davon. Es gab Monster Bash T-Shirts. $14. Boah. Okay, das wusste ich nicht. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Damit würde ich rumlaufen. Ich sitze hier auch gerade im Super Mario Bros. 3 T-Shirt. Ja, cool. Also war eine interessante Zeit. Wir werden ja hier auch nochmal das ein oder andere Shareware-Spiel spielen. Da habt ihr auf jeden Fall hier noch ein paar Highlights und Lowlights zu erwarten. Für heute mache ich jetzt aber erstmal finito. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und vielen Dank auch an alle Neuen, die mit dazugekommen sind. Ich möchte jetzt mal gerade gucken, wen wir raiden können. Wer sich da vielleicht drüber freuen wird. Ja, ich guck mal gerade. Das Problem ist, muss erstmal jemanden finden. Erstmal, wo es passt. Kontan, der spielt was, passt aber nicht so ganz. Ab Poco. Ach, wir raiden mal den Retrograde. Retrograde Tom. Der spielt gerade irgendwas, was auf jeden Fall nach Arcade Action aussieht, was mir jetzt erstmal auf den ersten Blick nichts sagt. Und schönen Abend noch. Wir sehen uns die nächsten Tage. Bis dann, bye bye und ciao.